Warte, ich danke dir. Ja, auch vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das war ja noch gar nicht klar. Vor einer Woche sah das noch ziemlich düster aus. Ja, ich wollte noch was zu Free21 vorneweg sagen. Er hat es schon fast gesagt. Ich sage immer, Free21 ist das, was der Spiegel hätte werden sollen. Was auffällig ist an Free21, was mir am Anfang gleich aufgefallen ist, ist, es ist eine Veröffentlichung, sowohl auf Papier als auch im Internet, die mit Quellenangaben ist. Wo haben Sie das letzte Mal in einer Zeitung, im Spiegel oder sonst wo, wo haben Sie Quellenangaben gesehen? Quellenangaben sind das Wichtigste an einer Veröffentlichung, damit Sie auch entscheiden können, ist da eventuell ein Fehler drin. Sonst suchen Sie erstmal stundenlang nach einer Quelle. Sie können ja nur vermuten, ach, vielleicht hat dann derjenige, der das geschrieben hat, vielleicht hat er das als Quelle genutzt, aber Sie wissen es nicht ganz genau. Wenn Sie wissen, das ist die Quelle, und ich gucke da rein und sehe, oder hat er was falsch verstanden? Das kann ja im Zweifelsfall erstmal aus Versehen gewesen sein. Dann weiß ich, die Veröffentlichung ist an der Stelle nicht korrekt gewesen. Wenn ich aber keine Quellen angebe, habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel wie ein gewisser Herr Relotius, alle möglichen Geschichten zu erzählen, von denen nichts wahr ist. Und ich weiß nicht, ob das von uns herauskommt, also von den Leuten, die in den alternativen Medien arbeiten, in den unabhängigen Medien, dass wir gerne Quellenangaben nutzen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir das machen. Und die Mainstream-Medien, die großen Medien, die Leitmedien, die machen es nicht. Könnte man sich fragen, warum? Okay. Ich werde so den Vortrag so halb sitzend und halb stehend machen und gucken wir mal, ob wir da jetzt vorankommen. Also, der Vortrag heißt Der mündige Bürger zwischen Indoktrination und Falschinformation in Schule und Wikipedia. Und dann sehen wir, das sollte in Heidelberg stattfinden, wir haben es eben gerade schon gehört, es hat nicht stattgefunden, weil da ist jemand gewesen, die haben einfach den Veranstalter überredet, nicht den Veranstalter, sondern den Vermieter der Räume überredet, dass die Räume nicht freigegeben werden. Jetzt könnte man sagen, okay, der mündige Bürger zwischen Indoktrination und Falschinformation in Schule und Wikipedia klingt jetzt nicht so extremistisch. Aber dieser Eindruck wurde erweckt. Ich zeige Ihnen noch gleich, womit. Und zwar damit. Da hat ein gewisser Herr Daniel Kubierski hat an den Vermieter der Räumlichkeiten, das ist der Paritätische Verband, hat an die geschrieben, und hat gleich quasi in der Einleitung schon, ohne dass er mich genannt hat, die Anschuldigung gebracht. Ich arbeite als freier Journalist und bin unter anderem mit Recherchen im Bereich Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien befasst. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist automatisch konnotiert mit diesen beiden Begriffen. Er hat mich dann mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht, was nicht stimmt. Es ist komplett gelogen. Es ist eine wirklich, man würde jetzt sagen, eine dreckige Lüge. Es ist exakt genau das. Ich habe nie etwas mit Rechtsextremisten zu tun gehabt. Dann wird noch gesagt, er wäre vernetzt. Ne? Also das ist, was heißt denn jetzt vernetzt? Und in diesem Zirkus, der dann halt dann kreist, das sind ja dann mehrere Leute, die dann veröffentlichen, dann heißt es plötzlich, der wäre vernetzt bis ins Compact-Magazin. Nein, bin ich nicht. Ich kenne davon gar keinen. Ich war mit denen nicht Kaffee trinken. Ich habe denen auch kein Interview gegeben. Ich kenne die nicht. Wie kommt man dazu? Ja, weil Rechtsextremismus hat ja immer was mit Verschwörungsideologien zu tun. Der Begriff Verschwörungs-irgendetwas, Theorien waren es früher, jetzt sind es Ideologien, dann sind es Fantasien, was auch immer, wird automatisch konnotiert mit dem Begriff Rechtsextremist. Extremisten sind laut Definition Leute, die mit Gewalt etwas durchsetzen wollen. Ich kenne überhaupt keinen, der mit Gewalt irgendetwas durchsetzen möchte. Das ist nicht der Bereich, in dem ich mich aufhalte. Dann wird gesagt, ja, der hat ja was zum Volkslehrer gesagt. Das stimmt, ich habe mit dem sogar telefoniert. Der Volkslehrer spricht von sich selber, er sei Rechtsradikaler. Und er hat damals eine Veröffentlichung, also er ist dann irgendwie auf Demonstrationen rumgelaufen und hat da was gebracht, was wirklich, das war nicht gut. Ja, das heißt, ich konfrontiere ihn im Gespräch damit, warum, weshalb haben Sie das denn gemacht? Das war das einzige Telefongespräch, was jemals mit diesem Herrn stattgefunden hat. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben, da ging es auch weniger um den Volkslehrer an sich.
von einem Volkslehrer habe ich mich, ich glaube, 8-mal insgesamt in dem Artikel distanziert. 8-mal inklusive Fußnoten. Das reicht aber nicht. Ich dachte, eigentlich brauchst du das gar nicht zu machen, weil es eigentlich klar ist. Aber mach's mal sicherheitshalber. Irgendjemand unter Fieber könnte ja darauf kommen, dass du irgendwas mit dem Volkslehrer gemeinsam hast. Nein, es reicht nicht. Es wird dann trotzdem rausgegeben. Ja, dann heißt es, ja, der verteidigt ja den Volkslehrer. Naja, wenn der Volkslehrer sagt, 2-mal Zähne putzen am Tag ist sinnvoll, werde ich nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist übrigens ein Spruch von Franz Strauß. Der hat nämlich gesagt, wenn Hitler meint, 2-mal Zähne putzen am Tag wäre sinnvoll, werde ich nicht das Gegenteil behaupten, sinngemäß. Das heißt also, das Verteidigen betrifft dann nur die Sachen, die tatsächlich auch im demokratischen Raum vollkommen okay sind. Und wenn der Volkslehrer sagt, bei 9-11 ist irgendwas nicht ganz klar gelaufen, dann würde ich sagen, ja, damit da stimme ich überein. Das war nämlich genau der Punkt, wo ich dann die Verteidigung gemacht habe. Gut, okay. Also Daniel Kubierski bringt mich mit Rechtsextremismus in Verbindung, dass diese E-Mail wurde weitergeleitet an uns, Gott sei Dank. Und dann habe ich ihn auch befragt und irgendwie haben die einen Spitz bekommen, dass diese E-Mail ja auch an uns gegangen ist, also erstmal an Free21 und dann an mich weitergeleitet wurde. Und dann hat diese Dame reagiert im Internet. Das ist eine Frau Elke Messer-Schillinger. Diese Frau Elke Messer-Schillinger ist anscheinend schon bekannt im Bereich Heidelberg. Und diese Dame spricht von sich selber, das ist hier oben links. Müssen wir mal gucken, hier, ich kann Ihnen das auch so zeigen. Hier oben schreibt sie über sich selbst. Großer Wortschatz, große Klappe, Admin, AfD-Watch, Heidelberg, Antifa. Ich habe mit dieser Dame versucht zu telefonieren. Habe gefragt, warum bringen Sie mich mit der AfD in Verbindung? Ich habe dazu keine vernünftige Antwort bekommen. Die Dame wollte auch nicht telefonieren. Ja, rufen Sie mich bitte nicht an. So, und aber sie ist politisch sehr aktiv und macht genau das, was wir eben schon von dem anderen Herrn gehört haben. Sie bringt mich mit allerlei Begriffen in Verbindung. Wir können jetzt auch mal die ganze Reihe durchgehen. Das heißt also, die Begriffe, die gerne genommen werden in solchen Fällen, sind Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Rechtsradikaler, Rechtsextremist, Antisemit, was haben wir noch? Und wenn gar nichts mehr hilft, Holocaustleugnung. Wenn man es dann geschickt macht, sagt man nicht, der ist aber irgendetwas davon, sondern der hat irgendwas zu tun mit um 20 Ecken. Das ist die Konnotation, so funktioniert Propaganda. Und was wir auch ganz häufig sehen, sind Kontaktschuldformulierungen. Das heißt, der kennt aber denjenigen und der hat einen Schäferhund, der ist zufälligerweise Blondie, deswegen ist der erstgenannte Rechtsradikal. Für die, die es nicht wissen, Hitler Schäferhund hieß Blondie. So. Das heißt, diese Art und Weise, etwas in einem Diskurs einzubringen, ist außerhalb dessen, was eigentlich gewollt ist. Demokratischer Diskurs heißt, man begegnet sich auf Augenhöhe, man arbeitet nicht unter der Gürtellinie. Und eigentlich müsste auch der Ringrichter, wenn wir jetzt so einen Meinungskampf haben, im Sinne von Boxkampf, müsste der Ringrichter dafür sorgen, dass der Meinungskampf fair ausgetragen wird. Und das sehen wir momentan, dass das der Ringrichter, also Vater Staat, nicht tut. Denn wenn jemand unter der Gürtellinie austeilt, geht das neuerdings durch. Sie können jemanden als Verschwörungstheoretiker titulieren, das geht durch. Sie können sogar neuerdings jemanden mit Antisemitismus in Verbindung bringen, das geht durch. Sogar eine Nirit Sommerfeld, selber Jüdin und friedensengagiert, sie möchte einen Frieden im Nahen Osten herbeiführen, wird mit dem Begriff Antisemitismus in Verbindung gebracht. Und sie musste vor Gericht hören, dass der Richter sagte, ja, ich kann das verstehen, dass Sie als Jüdin das nicht gerne hören, aber das ist jetzt so, das ist Rechtsprechung, das ist Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerung. Vor ungefähr 10 Jahren sind die Leute dafür noch verurteilt worden, dass sie jemanden ohne Anhaltspunkt mit Antisemitismus in Verbindung gebracht haben. Weil Antisemitismus rangiert ungefähr auf der gleichen Höhe wie Kinderschänder. Ja, also das ist also sie bringen jemanden mit diesem Begriff in Verbindung und denunzieren ihn und behaupten quasi, er wäre Straftäter. Und das ist er aber gar nicht. Das ist normalerweise strafbar. Aber das geht heute durch. Das heißt, der Gesetzgeber hat die Gesetze so geschaffen oder solche Normen gesetzt, dass man als Richter das jetzt so als Meinungsäußerung durchgehen lassen kann. Ja. Und um auf die Frau zurückzukommen,
Die hat hier so vier Spritzen im Symbol. Daraus könnte man gewisse Rückschlüsse ziehen. Also, wenn es das ist, was ich denke, dass es das bedeutet, dann... Na, ich sag das nicht, ich wünsche ihr nichts Schlechtes, ja. Also das, weil, wenn ich das sehe, es ist bekannt, dass ich zu diesen Impfungen sehr kritisch stehe. Und wenn ich dann sehe, dass das vielleicht ein Symbol für Impfung ist, dann müsste ich ja vermuten, dass die Dame sich da einer höheren Gefahr ausgesetzt hat. Und ich hoffe nicht, dass ihr da was passiert. Tja. Gut. Also, der Hintergrund ist, die Methode ist folgende. Man meldet sich als besorgter Bürger bei irgendeinem Veranstalter und sagt, ja, aber wie können Sie den denn nur einladen? Der ist doch hier, gucken Sie doch mal. Und dann werden doch immer Psiram-Links genannt. Psiram, da kommen wir gleich dazu. Also, ich kann schon mal sagen, es ist ein Internet-Rufmordpranger. Vollkommen illegal. Die Autoren sind nicht genau bekannt. Und die werden aber immer gerne genutzt, diese Seiten von Psiram, um jemanden zu diskreditieren. Das ist eine ganz einfache Sache. Machen wir später noch, das ist ein langer Vortrag, kriegen Sie hier noch mit rein. So, und diese besorgten Bürger melden sich dann aber in dem Stile, dass sie dafür sorgen, dass diese Person nicht vortragen kann. Das heißt also, sie unterbinden den demokratischen Diskurs. Interessant ist, wer noch dabei ist, wer also hilft, diesen demokratischen Diskurs zu unterbinden. Da gucken Sie mal hier unten. Da sehen Sie Jonaster, Karl V., und das sind ganz komische Charaktere, denn die kennen wir schon aus der Wikipedia. Zeige ich Ihnen nachher. Das sind Hauptakteure in der Wikipedia, die wir als politische Manipulateure in der Wikipedia enttarnt haben. Und die sind jetzt mit dieser Elke Messer-Schillinger unterwegs. Das heißt für mich, naja klar, das ist natürlich, dass die beiden, die da genannt wurden da unten, dass die auch ein Interesse daran haben, dass wir nicht vortragen können, weil die wissen ganz genau, was ihnen blüht, wenn wir vortragen. Denn dann werden ein paar unliebsame Details aus deren Leben in der Wikipedia veröffentlicht. So, ist es demokratisch, jemanden im demokratischen Meinungsdiskurs an der Meinungsäußerung zu hindern? Nein, es ist es nicht. Das Verfassungsgericht hat in einem sehr bekannten Lüth-Urteil, was inzwischen knapp 1000 Mal zitiert wurde, ist von einem halben Jahr gezählt, es waren 998 Zitate. Dieses Lüth-Urteil ist also sehr bekannt und das ist die Grundlage dessen, was wir hier haben, ist hier in Text ausgedrückt. Ich zitiere, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist im gewissen Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Das heißt, wenn Sie sich gegen dieses Urteil stellen, wenn Sie sich gegen Artikel 5 stellen, der das Recht auf freie Meinungsäußerung im Grundgesetz garantiert, dann stellen Sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, dann sind nicht derjenige, den Sie da versuchen zu behindern an der Meinungsäußerung, das ist nicht derjenige, der sich außerhalb der demokratischen Ordnung befindet, sondern Sie sind es. Das heißt also, wir haben hier Verfassungsfeinde. Verfassungsfeinde, die Leute an ihrer freien Meinungsäußerung hindern. Das Problem ist, das können sie ja eigentlich machen. Also wenn jetzt sowas kommt, sogar das ist erlaubt in einem demokratischen Staat. So, das heißt also, wir sind dann ganz tolerant und lassen auch das zu. Selbst Verfassungsfeinde dürfen solche Äußerungen machen mit dem Ziel, den demokratischen Diskurs zu behindern. Die Frage ist aber, was machen die anderen? Reagiert wurde ja vom Paritätischen Verband darauf. Der hätte auch sagen können, lasst uns zufrieden mit diesem blöden Kram. Wir lassen die Veranstaltung trotzdem laufen. Nein, hat man nicht gemacht. Man schließt sich in einer E-Mail inhaltlich dem an, was da als Anschuldigung kam. Und nach meiner Beobachtung muss ich sagen, die Leute haben erstens nicht gelernt, worum es überhaupt geht. Sie haben sich nicht angeguckt, was der Stoff ist. Sie haben keine Ahnung, aber ganz viel laute Stimme und reißen den Hals auf. Das ist schade. Okay,
Ja, hatte ich schon gesagt, dass wir das Handy ausschalten sollten. Aber schöne Musik, sehr schön. Okay, nochmal Free21, ich wollte das ohnehin empfehlen. Es ist, was man zu Free21 auch sagen muss. Dirk Puhlmann ist Chefredakteur von Free21. Ich arbeite mit ihm ja auch zusammen. Das heißt, wir machen gemeinsam das Format Geschichten aus Wikihausen, werden Sie gleich noch sehen. Und Dirk Puhlmann hat eine Sache jetzt ein bisschen erneuert bei Free21, die ich sehr, sehr gut finde. Man findet dort Artikel aus dem englischsprachigen Bereich, überhaupt aus dem internationalen Bereich, die man sonst im deutschsprachigen Bereich innerhalb der freien Medien kaum findet. Das heißt, also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Alleine deswegen lohnt es sich mal, Free21 anzuschauen. Die Artikel sind dann übersetzt ins Deutsche und enthalten viel, viel Stoff, der sehr, sehr interessant ist. Zum Beispiel im Falle von Wikipedia ist eine gewisse Helen Beniski da vertreten. Und Helen Beniski hat im amerikanischen Bereich all das nachgewiesen im Alleingang, was wir hier in Sachen Wikipedia im deutschsprachigen Bereich zu dritt gemacht haben. Und das zeigt, das Problem ist nicht ein nationales Problem, nur auf Deutschland bezogen. Es zeigt, es ist ein internationales Problem. Es gibt eine Schieflage in der Wikipedia und die ist wirklich international. Da ruft noch jemand an. Das ist schön. Vielleicht müsste man mal den Ton ausschalten beim Handy. Mal gucken. Okay, also zu meiner Person. Ich bin Diplombiologe und habe die Fachgebiete Genetik und Mikrobiologie. Deswegen habe ich auch ein etwas größeres Interesse an dem Thema Covid-19-Impfungen. Ich bin außerdem Lehrer ausgebildet mit den Fächern Biologie und Musik. Das heißt, ich habe noch ein Examen da hinten dran. Betreiber von Geschichten aus Wikihausen. Zusammen mit Dirk Pohlmann und ganz nebenbei noch Journalist für Apollut, Rubicon und die Nachdenkseiten. Und wobei das auch genau die Reihenfolge ist, also Sie werden am häufigsten Artikel von mir auf Apollut finden. Die dunkle Seite der Wikipedia, das ist der Film, den ich ganz am Anfang mal gemacht habe, das war 2015, im Herbst kam der raus. Das ist inzwischen eingegangen auf unsere Internetpräsenz Geschichten aus Wikihausen, das ist wikihausen.de. Finden Sie hier unten drunter, da sehen Sie das. Und auf dieser Seite veröffentlichen wir regelmäßig, so ungefähr im 3-Wochen-Rhythmus, Sendungen zum Thema Wikipedia und auch politischen Aktivitäten, die so allgemein stattfinden. Und das schlägt sich ja dann auch in Wikipedia-Artikeln nieder und wir prüfen halt, stimmt das, was da steht? Naja, eine Sendung müssen wir nicht machen, wenn es stimmen würde. Das heißt also, meistens machen wir etwas über Sachen, die nicht stimmen. Und wir sind inzwischen bei Sendung 80 angekommen. Und das ist eine ganze Menge. Wenn Sie die Dokumentationen sehen wollen, das sind zwei Stück. Die erste sehen Sie hier. Dann schauen Sie auf der Seite nach unter dem Stichpunkt Dokumentation. Und dort können Sie dann sich die erste anschauen. Das ist die dunkle Seite der Wikipedia. Und die zweite heißt Zensur. Und aus der Zensurdokumentation wollte ich jetzt gerne was zeigen. Der Kreis schließt sich. Wir erkennen langsam, dass die Wikipedia nur als ein Teil eines Netzwerkes, als Meinungsmanipulationsinstrument missbraucht wird. Das Netzwerk besteht unter anderem aus folgenden Seiten: urbarone.de, brightsblog.wordpress.com, gwop.de und zugehöriger Blog, psiram.com und der zugehörige Blog und zu guter Letzt die wikipedia.de. Die Skeptikerbewegung ist im Internet gut aufgestellt. Verschiedene Seiten, die alle den Skeptikern zuarbeiten, verlinken sich gegenseitig, was man mit Hilfe von Google sofort überprüfen kann. Schauen wir uns das Netzwerk mal als Ganzes an. Man erkennt sofort, dass die gegenseitige Verlinkung weniger stark von der Wikipedia ausgeht, sondern im Wesentlichen zwischen Ruhrbaron, Brights, GWOP und Psiram stark ausgeprägt ist. So kann man 57 ausgehende Verlinkungen und Erwähnungen von Psiram auf den Seiten der Ruhrbarone finden. 726 Verlinkungen gibt es vom Psiram-Forum zu den Ruhrbaronen. Insgesamt gibt es 3810 Erwähnungen der Ruhrbarone auf Psiram. Die Ruhrbarone verlinken die GWOP 102 Mal. Aus dem Blog der GWOP erhalten sie 117 Verlinkungen. Von der Wikipedia gibt es stark schwankende Zahlen an Verlinkungen zu den Ruhrbaronen. Diese liegen in etwa zwischen 50 und 150.
Aus dem CRAM-Blog heraus ist die GWOP 2650 Mal verlinkt. Aus dem Brights-Blog kommen sagenhafte 3530 Verlinkungen. CRAM verweist 329 Mal auf die GWOP. CRAM selbst wird von der Wikipedia immerhin 196 Mal verlinkt. Für eine derart unsachliche Quelle ein beachtliches Ergebnis. Interessant ist noch die Adresse hpd.de. Der humanistische Pressedienst scheint ein Kind von Brights und GWOP zu sein. Er wird im Brights-Blog 855 Mal erwähnt. Und die Seite hpd.de verweist 1960 Mal auf die GWOP. Das alles dient offensichtlich der sogenannten Suchmaschinenoptimierung und führt beispielsweise in Google dazu, dass die besagten Domains bei bestimmten Themen immer an oberster Stelle in der Suchmaschinenantwort erscheinen. Man nennt dies SEO, Search Engine Optimization. Diese technische Methode verstärkt die Meinungsmacht, die sich hier auf die Skeptikerbewegung konzentriert. Dieses Skeptikernetzwerk bestimmt über das, was gesagt werden darf und das, was der Massenmeinung entsprechen soll. Quasi als Trittbrettfahrer nutzt eine neuerliche pseudolinksradikale und antideutsche Gruppe, die sich unter anderem als Antifa tarnt, den Server CRAM, um Rufmordkampagnen gegen ihre vermeintlichen Gegner zu starten. Nach all den Recherchen kennen wir nunmehr in der Wikipedia einige Benutzer, die die Interessen der Skeptikerbewegung und die der Antideutschen verfolgen. Soweit, so gut. Das ist die zweite Dokumentation aus dem Jahr 2017. Im Frühjahr kam das. Ich habe dazu ein Interview gegeben bei damals noch KenFM, also mit Ken Jebsen habe ich da im Gespräch gesessen. Und wir haben über die Sendung gesprochen und das Interview kam am Montag raus oder am Sonntag. Und ziemlich genau eine Woche später hatte ich einen CRAM-Eintrag. CRAM ist ein Rufmordpranger. Dort, also Dirk Pohlmann nennt das, das ist Wikipedia auf Crack. Wenn Sie sonst schon auf Wikipedia Informationen gesehen haben, muss ich sagen, der stimmt doch gar nicht, wie kommen die eigentlich darauf? Dann finden Sie sowas auf CRAM garantiert noch viel, viel mehr. Und Sie werden feststellen, dass diese Sachen vollkommen weit hergeholt sind. Es sind immer die gleichen Methoden. Wir wiederholen es jetzt auch noch mehrere Male am Abend, dann nehmen Sie es mit nach Hause. Rechtsradikale, Antisemit, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, alle möglichen Derivate davon. Und vielleicht auch noch Holocaust-Leugnung und was auch immer, was da so vorkommt. Das ist das, womit man auf CRAM Leute diskreditiert. Tja, das funktioniert offensichtlich und Sie sehen, also wir haben im Jahr 2017 schon davon gesprochen, dass CRAM sowohl von einer Skeptikerbewegung gesteuert wird, auch betrieben wird von Leuten aus der Skeptikerbewegung und gleichzeitig auch genutzt wird von Leuten aus der sogenannten Antifa, es ist keine Antifa, die dann auf diese Links verweisen und auch gleichzeitig auch dort Inhalte einstellen können anscheinend. Diese Antifa wird im Verfassungsschutzbericht als Antideutsche bezeichnet. Es gibt auch verschiedene Länderberichte dazu. Wir haben ja auch einzelne Verfassungsschützer in den Ländern. Und diese sogenannten Antideutschen werden da auch schon als solche charakterisiert, die überhaupt nicht links sind. Es sind Leute, die sind rechtsradikal. Sie sind zum Beispiel für Kriege im Zweifelsfall. Das können wir jetzt gerade wieder im Ukraine-Krieg sehen. Das sind also die Leute, die fordern, dass da Panzer in die Ukraine geliefert werden. Ja? Wir können es auch an den letzten Kriegen sehen. Das sind auch die Leute, die 9/11, also die Antwort auf 9/11 ganz toll fanden, indem man dann auf einmal Armeen nach Afghanistan, in den Irak schickt oder sonst wohin. Und im Nachhinein erfahren wir dann, ach, das waren alles irgendwie Kriegslügen, die da stattgefunden haben. Ich erinnere nur an dieses Röhrchen, was dann von Colin Powell hochgehalten wurde bei der Konferenz. Nicht? Das wäre jetzt irgendwie Anthrax und man müsste dann irgendwie Anthraxerreger im Irak suchen von wegen Massenvernichtungswaffen. Alles gelogen. Oder die Dame, die sich ausgab als Krankenschwester irgendwo in Kuwait und behauptete, die Irakis würden da die Kinder auf den Boden schmeißen, aus den Brutkästen rausnehmen und die auf den Boden schmeißen und töten. Alles gelogen. War die Tochter des kuwaitischen Konsuls beziehungsweise des Botschafters, genau. So, und das sind die Leute, also wir sprechen von den Antideutschen, die vertreten die Thesen, die von den amerikanischen Neokons kommen, Rechtsextremisten. Ja. Dann haben wir die Skeptiker. Die Skeptiker haben
ein Problem mit Satanismus. Der Dachverband der Skeptiker ist die GWOP, die Gesellschaft zur Untersuchung von Wissenschaften. Jetzt normalerweise kriege ich das mal hin. Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWOP. Und die haben ein Interview gemacht mit einem Satanisten und stellen das dar, was er erzählt, quasi als die höchste Form des Humanismus. Diese Leute, also ne, die GWOP, das ist ja der Dachverband der Skeptiker. Die Skeptiker betreiben Psiram, ein Rufmordpranger. So, und gleichzeitig finden die Satanismus ganz toll. Dann gibt es eine ganze Menge Veröffentlichungen zum Thema Transhumanismus bei den Skeptikern. Da wird sehr wortreich erklärt, dass Transhumanismus doch was ganz Tolles wäre und überhaupt nichts mit Eugenik zu tun hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Transhumanismus ist gleich Eugenik, Punkt, Ausrufezeichen, oder wie auch immer Sie es nennen wollen. Ist nur ein schönes neues Wort für das gleiche Thema, hat Julian Huxley geprägt, damals in der eugenischen Gesellschaft in Großbritannien. Vorsitzender. Das heißt, wir haben das Wesensmerkmal, was den deutschen Faschismus von dem italienischen Faschismus unterschieden hat. Das war die Eugenik. Das lief damals unter dem Stichwort Rassenhygiene. Man wollte eine Herrenrasse züchten. Dieses Wesensmerkmal ist auch das, was viele Leute aus der Skeptikerbewegung ganz toll finden. Sie nennen es jetzt nur Transhumanismus und behaupten, es wäre Humanismus. Ja? Und die Dame Messerschillinger, wie sie hieß, und der Herr, den wir eben gerade erwähnt hatten, die verweisen auf Psiram links. Die haben also keine Probleme, Seiten aus diesem Umfeld zu nennen. Ich würde diese Leute noch nicht mal mit der Tiegelzange anfassen. Das zum Thema, wer ist hier rechtsradikal? Also, das ist unsere Seite auf YouTube. Sie finden dort alle Videos und können es da anschauen. Und das Wichtige für Sie ist als Take-Home-Message. Wikipedia ist kein Lexikon und keine verlässliche Quelle. Das wiederholen wir noch ein paar Mal, damit Sie es mitbekommen, auch auf dem Nachhauseweg. Also die Wikipedia wird als Propaganda-Instrument missbraucht. Besonders Artikel im Bereich Gesellschaftswissenschaften, Geopolitik und Zeitgeschehen werden manipuliert. Das haben wir jetzt inzwischen immer als Vorspann drin vor den Sendungen. Wir zeigen es an ganz, ganz vielen Beispielen, dass genau diese Aussage stimmt. Und das ist ich kann Sie jetzt nur durch einen kleinen Teilbereich führen. Ich habe zusätzlich zu dem Thema Wikipedia habe ich noch einige Sachen gemacht zum Thema Indoktrination. Das spielt ineinander rein. Wikipedia ist ja auch Unterrichtsmaterial an vielen Stellen, wird ja beworben als Unterrichtsmaterial. Das war früher, als ich zur Schule ging, als ich anfing, als Lehrer zur Schule zu gehen sozusagen, war das überhaupt nicht möglich. Wikipedia war keine Quelle, Punkt. Aber plötzlich heißt es dann doch, man kann Wikipedia irgendwie benutzen. Ich weiß nicht, ich habe ja ein paar junge Gesichter im Saal. Wie sieht denn das aus? Ist Wikipedia heute eine mögliche Quelle? Nein. Ja, Gott sei Dank. Gruß an den Lehrer, hat er richtig gemacht. Nichtsdestotrotz, Wikipedia hat ein großes Netzwerk und die versuchen halt über die Netzwerke die Wikipedia als mögliche Quelle in den Unterricht reinzubringen. Wir sehen das auch gleich nochmal, ich kann das nachweisen. Also diese Bewerbung der Wikipedia taucht in Materialien für Lehrern auf. Und ich habe darüber mehrere Artikel geschrieben. Das ist einmal der Artikel Indoktrination von Schülern, finden Sie auf Apolut als Tagesdosis, können Sie sich auch vorlesen lassen. Das gleiche ist nochmal Indoktrination 2. Zwei sehr lange Artikel, ganz viele Fußnoten drunter. Schauen Sie es an. Und genau, ganz wichtig für diesen Vortrag. Die Folien finden Sie auf der Seite wikihausen.de. Habe ich gerade eben noch angelegt, kurz vor der Veranstaltung. Da ist jetzt schon das gesamte Folienskript drauf, was Sie hier gerade sehen. Gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern der ganzen Veranstaltung. Also, wir haben eine Einleitung, das haben wir gerade gehabt. Was ist Indoktrination? Machen wir gleich, das geht relativ schnell. Was ist Falschinformation, was ist Desinformation? Dann beschäftigen wir uns mit dem Attentat auf Kennedy. Eine Verschwörungstheorie. Dann hängt damit eng zusammen der Daniele Ganser, der hat dazu was veröffentlicht. Dann schauen wir uns ein paar Schulbücher an. Zeitreise, da geht es um die USA und die Atombombe. Nochmal das Schulbuch Zeitreise, USA und die Mondlandung, auch eine Verschwörungstheorie. Und
Dann haben wir die Zeitschrift Praxis Geschichte zur Wikipedia. Das hatte ich eben gerade schon erzählt. Das kommt auf jeden Fall. Und das sechste Beispiel, da geht es um das Schulbuch Bioskop S2 und den Klimawandel. Das letzte Beispiel ist vor allen Dingen aus meinem Unterricht, weil ich ja Biologie unterrichte, ist ein klassisches Beispiel. Und das hat mich jetzt schon seit über 5 Jahren begleitet mich das auf jeden Fall schon. Nee, stimmt gar nicht. 7 Jahre mindestens. Das war der Zeitpunkt, als das Buch eingeführt wurde. Okay, fangen wir an. Überwältigungsverbot. Das ist der Beutelsbacher Konsens. Das ist also die Regel, an die Sie sich als Lehrer halten sollen in der Schule. Es ist nicht erlaubt, den Schüler mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinung zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination ist aber unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers. Zweitens, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs Engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Das ist die Definition. Wir prüfen gleich nochmal an der Hand der Beispiele, ob sich die Veröffentlichungen an diese Regelungen halten oder ob die in eine ganz andere Richtung gehen. Was ist Desinformation? Desinformation wird das gezielte Verbreiten von Falschinformationen genannt, dessen Ziel ist, die Gesellschaft, einzelne Gruppen oder Einzelpersonen im Sinne politischer und wissenschaftlicher Interessen zu täuschen. Selten bezeichnet Desinformation auch die beschriebene Falschinformation selbst. Gut. John F. Kennedy. Sie wissen, John F. Kennedy wurde ermordet. Dazu gibt es auch eine entsprechende Veröffentlichung auf der Wikipedia. Da gibt es einen langen Artikel dazu. Und man kann sich jetzt auf ganz viele Punkte da ausbreiten und sagen, wir gucken uns die Punkte mal ganz genau an. Dann hätte ich aber mehrere abendfüllende Veranstaltungen. Wir machen nur einen kleinen Punkt daraus. Und zwar der hier unten angegeben ist. Hier steht, ich stehe vor dem Lautsprecher, das ist eine ganz schlechte Position hier, finde ich, also so ist besser. Okay, die Mehrheit der Amerikaner geht davon aus, dass Kennedy Opfer einer Verschwörung wurde. Nach wie vor werden einige Verschwörungstheorien in Betracht gezogen. Historiker vertreten überwiegend die Einzeltäterschaft Oswalds. Wir waren in den Jahren 1990 bis 2000 schon mal weiter. Da gab es einen Film mit dem Schauspieler Kevin Costner. Das beschäftigte sich mit dem Kennedy-Attentat. Und da war eigentlich klar, der Lee Harvey Oswald konnte Kennedy nicht erschossen haben. Nicht mit der Waffe, nicht aus der Position. Was interessant ist, bei Lee Harvey Oswald wurde ja ein Schmauchtest gemacht. Also hat er Schmauchspuren, also Nitrattest auf der Haut, auf der Kleidung. Er hatte keine Schmauchspuren. Er hat kein Gewehr, keine Waffe abgefeuert an dem Tag. Also wie kann es sein, dass ein Lee Harvey Oswald, ohne selbst eine Waffe abzufeuern, den Kennedy ermordet haben soll? Fragezeichen. Gut. Zu jedem Wikipedia-Artikel existiert eine Diskussion. Da können Sie dann, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, das können Sie hier oben sehen. Na, können wir so nicht sehen. Da ist der Artikel. Hier oben steht Diskussion. Diese Diskussion können Sie anklicken, dann wird dann halt über den Inhalt diskutiert. Was wir da sehen, ist jetzt in der aktuellen Version das. Jemand schreibt, das ist so eine IP-Nummer, die das schreibt. In dem Artikel heißt es oben fälschlicherweise, dass John F. Kennedy durch 2 Schüsse getötet wurde. Das ist erwiesenermaßen falsch. Es wurde 5-mal auf John F. Kennedy geschossen. 3-mal von hinten und 2-mal von schräg vorne. Und da schreibt jemand dazu, das ist ein griechisches Phi, das Zeichen, Unsinn. Also der Benutzer Phi schreibt Unsinn. Okay. Hier unten drunter steht was zu den Secret Service Agenten. Und dazu schreibt auch Vieh was. Also Vieh scheint hier sehr aktiv in dem Artikel zu sein. Ist er auch, denn er ist der Hauptautor. Also wenn Sie mal schauen, dieser ganze Kuchen hier,
also ungefähr 3/4 von dem Kuchen, gehen an den Autor Fee. So, und wer das nicht glaubt, dass Lee Harvey Oswald nicht Kennedy erschossen haben kann, der guckt sich bitte den Zapruder-Film an. Da gibt es einen Film, der nennt sich JFK Revisited, und die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy ist von 2021. Ich empfehle dringend, den Film anzuschauen. Da sind also auch viele Originalquellen mit drin. Und unter anderem der Zapruder Originalfilm. Wenn Sie sich erinnern, damals hat die CIA und das FBI sämtliche Filmkameras einkassiert, also sämtliche Originalfilme, die es da gab, in analoger Form, also noch damals auf wirklichem echten Film aufgenommen, nicht auf digital oder sowas. Und hat aber bei dem Herrn Zapruder leider vergessen, den Film einzukassieren. Gott sei Dank, müssen wir heute sagen. Okay, und auf dem Film sehen Sie tatsächlich, dass bei Kennedy vorne eine kleine Eintrittswunde ist und hinten das ganze Gehirn rausspritzt. Vorne Eintrittswunde, große Wunde, Austrittswunde. Da müssen Sie noch nicht mal Fachmann sein. Das werden Sie von jedem Ballistiker hören, dass das genauso funktioniert. Das heißt, also wenn Sie aus der Richtung, aus der Sie erschossen werden, haben Sie eine kleine Wunde und dann die große Platzwunde ist auf der Rückseite, da wo die Kugel wieder austritt. Und die Kugel tritt in Richtung Hochhaus aus, wo halt angeblich der Lee Harvey Oswald geschossen haben sollte. Also entweder hat er irgendwie so eine Ping-Pong-Kugel gehabt, die dann einmal über Bande dann zurück zu Kennedy geht, oder er hat ihn nicht erschossen, ganz klarer Fall. Können sich überlegen, was wahrscheinlicher ist. Wer erzählt da über den Kennedy-Mord etwas? Das ist Dr. Daniele Ganser. Übrigens ein sehr interessanter Vortrag, weil er geht auch auf die wahrscheinlichen Täter ein. Ja, wenn Sie jetzt aber den Daniele Ganser auf YouTube sich anschauen, dann haben Sie unten drunter etwas. Das ist dieser komische blaue Kasten. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit Sie es auch lesen können. Da wird auf den Kontext verwiesen in die Wikipedia. Das heißt, Sie werden schon wieder auf Wikipedia umgeleitet. Wir wissen inzwischen, das kann nicht stimmen, dass der Lee Harvey Oswald der alleinige Täter ist, aber in der Wikipedia wird der Eindruck erweckt, dass er das gewesen sein soll. Das heißt, es wird versucht, in den demokratischen Diskurs einzugreifen, dass egal wie und wo sie was auf YouTube veröffentlichen, wird immer noch die angebliche Expertenmeinung oben drüber gesetzt. Ist das ein fairer Umgang im demokratischen Diskurs? Ich sage nein. Neues Thema. Gucken wir uns Daniele Ganser an. Das ist die Seite auf der Wikipedia zu Daniele Ganser. Und da sehen Sie gleich einen ganz wichtigen Satz, den habe ich hier markiert. Er verbreitet Verschwörungstheorien, besonders zum 11. September. Tja, man kann in der Wikipedia nachschauen, wer denn an diesen Artikeln beteiligt ist. Da haben wir diese Seite hier. Das ist der Link. Hier unten sehen Sie immer die Quellenangaben dazu. Das mache ich ja konsequent. Und dann sehen Sie unter anderem, dass da ein gewisser Fee ziemlich häufig beteiligt ist. Und zwar ab dem Jahr 2014. In Teamarbeit mit einem gewissen Co-Pilot. Der Co-Pilot steht hier ganz oben. Und der Co-Pilot hieß nicht nur Co-Pilot, der heißt jetzt neuerdings ein Beitrag. Jetzt müssen Sie also die Beiträge, also den Anteil an dem Artikel von Co-Pilot und einen Beitrag zusammenzählen. Dann wissen Sie ungefähr, wie hoch der Anteil ist von dem. Der bestimmt in wesentlichen Teilen, was in dem Artikel drin steht. Und wer das ist, habe ich in der ersten Dokumentation drin. Das sollten Sie sich dringend angucken. Dann erfahren Sie auch den bürgerlichen Namen des Herrn. Und warum? Weil an ihm ein öffentliches Interesse besteht. Es ist ein politischer Manipulateur in der Wikipedia und wir haben ein Recht darauf, als Journalisten solche Leute zu enttarnen und die öffentlich klarzustellen, wer das ist. Es ist ja auch für Sie als Leser der Wikipedia wichtig, wer schreibt denn das eigentlich? Also wer will von mir, dass ich etwas denke? Ist das jemand, der neutral ist, oder ist das jemand, der vielleicht eine gewisse Richtung hat, einen gewissen Schlag? Also es ist jetzt, wir kommen ja nachher noch gleich zum Klimawandel. Also wenn jetzt jemand sich kritisch zum Klimawandel äußert, war der schon immer im Lager der Kritiker oder ist der plötzlich aus dem Lager der Befürworter des menschgemachten Klimawandels in das Lager der Kritiker gewechselt? Das haben Sie anders zu bewerten, das merken Sie dann. Also wenn jetzt irgendwie jemand die Seiten wechselt. Ne? Insofern immer wichtig, wer schreibt das? So, was jetzt für mich als langjähriger Wikipedia-Kritiker interessant ist,
Wir sehen die gesamte Junta, so wie das Dirk Pohlmann genannt hat, oder Wikipedia intern werden die das Politbüro genannt. Wir sehen, dass unter den ersten 10 Leuten nur Einträge sind von der sogenannten Junta. Das sind Leute, die Wikipedia politisch manipulieren. Das haben wir schon spätestens in der zweiten Dokumentation genannt. Da gibt es eine lange Liste von denen. Ich komme gleich noch dazu, die Liste zeige ich Ihnen auch noch. Und das heißt, der Artikel ist quasi ein Honigtopf für diese Leute. Das heißt, die fühlen sich durch diesen Artikel angezogen. Wenn sie versuchen, dort einzutragen, dass das aber mit den Verschwörungstheorien und Daniele Ganser nicht funktioniert, das stimmt gar nicht, das ist eine Behauptung, die nicht einer näheren Überprüfung standhält, wird das gelöscht, was sie eingetragen haben. Versuchen sie es zweimal einzutragen, werden sie rausgekickt. Ich selber bin auf dieses Thema gekommen, weil ich in der Diskussion, nicht im Artikel, in der Diskussion zum Artikel gesagt habe, Moment mal, Verschwörungstheorie ist ein politisch konnotierter Begriff, der hat in einer Enzyklopädie nichts zu tun. Hier geht es um Sachlichkeit und das kann hier in dem Artikel nicht drin stehen bleiben. Einen Tag später war ich gesperrt. Noch nicht mal, ich glaube 8 Stunden hat es gedauert. Mein altes Konto, wo ich mal was zum Thema Musiktechnologie eingetragen hatte, das war dann auf einmal plötzlich gesperrt. Das heißt, die Wikipedia wird kontrolliert von einem ganz engen Zirkel von Leuten. Es sind also im Ende, also diese Junta würde ich als einen engeren Zirkel von ungefähr 80 Personen beschreiben. Und noch hinten dran die Administratoren, die das Ganze unterstützen, also ungefähr zwischen 80 und 200 Personen, da rangiert das ungefähr. Die Leute bestimmen, was in der Wikipedia steht und was nicht. Das sind die sogenannten Gatekeeper. Das gilt für die deutsche Wikipedia. Ich hatte vorhin schon von Helen Beniske gesprochen. Die hat diese Charaktere, also ähnliche Charaktere auch zum Beispiel in der englischsprachigen Wikipedia auch herausgefunden. Rotten to the Core heißt ihr Artikel. Verrottet bis in den Kern. Das können Sie auf Free21 nachlesen. Das geht, glaube ich, sogar über 2 oder 3 einzelne Zeitschriften, weil der Artikel so lang und ausführlich ist, dass der nicht in eine Zeitung reingepasst hat. Helen Beniske, Rotten to the Core. Ja, wie gesagt, ich kann nur mal die Türen so ein bisschen öffnen, damit Sie mal sehen, okay, da könnte man weiter nachlesen. Das ganze Thema ist so lang, dass wir das nicht in einen Abend, das kriegen wir auch nicht in eine Woche rein. Also ich weiß jetzt gar nicht, 80 Sendungen, pro Sendung mindestens eine Stunde. Das können Sie sich überlegen, wie viele Stunden Sie dann da sitzen und sich die Sendung dann angucken können. Das dauert Ewigkeiten, bis Sie damit durch sind. Wenn wir jetzt ein wenig Statistik machen und uns den Daniele Ganser Artikel genauer anschauen, dann finden wir 63 Mal das Wort Verschwörung, Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmystiker. Das hat so eine Art Mantra-Charakter. Sie wiederholen es ständig. Sie lesen diesen Artikel und lesen ständig Verschwörung, Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmystiker und so weiter. Das heißt, für Sie bleibt am Ende die Verknüpfung Daniele Ganser, Verschwörungstheoretiker, Daniele Ganser, Verschwörungstheoretiker. Das ist der Hintergrund, das soll passieren. Das ist eine Psychologie, die dahinter steckt. Sie lesen auch 7-mal Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und alle möglichen Wörter, die damit zusammenhängen. Interessant ist, dass Daniele Ganser damit auch nichts zu tun hat. Das war für mich auch der Grund, warum ich ihn als Hauptbeispiel für den Film genommen habe. Das heißt, es ist eine Art Lackmustest, dass man sehen kann, hier wird jemand, der vollkommen eine vollkommen weiße Weste hat, wird mit Begriffen assoziiert, die mit ihm nichts zu tun haben. Antisemitisch, 5-mal. Also irgendjemand ist der Meinung, dass Daniele Ganser irgendwie was Antisemitisches gesagt hätte. Anti-amerikanisch, ne, ich sprach vorhin von der Transatlantifa oder von den Antideutschen, also wir nennen die Transatlantifa, weil sie so tun, als ob sie Antifa wären, aber in Wirklichkeit das transportieren, was das transatlantische Bündnis gerne möchte, die tragen dann solche Sachen an. Anti-amerikanisch. Wann sind Sie Antisemit? Antisemit sind Sie jetzt nicht, wenn Sie irgendwas gegen Juden sagen. Nein, Antisemit sind Sie schon, wenn Sie sagen, ach Mensch, also das Geldsystem, also irgendwie das mit der Geldschöpfung, das könnte man auch anders machen, also das finde ich nicht so korrekt. Ha, Antisemit. Ja, wieso, was denn? Ihr habt doch... Ja, du hast vom Geldsystem gesprochen, also sprichst du von Juden. Ich hatte da nicht mal daran gedacht, was wollt ihr denn von mir? Ja, das ist also strukturell antisemitisch. Oder wenn Sie annehmen, dass eine clandestine Gruppe irgendwo im Hintergrund irgendwas plant, also wenn Sie irgendwie Eliten annehmen, die irgendwas planen im Hintergrund,
dann sind sie auch antisemitisch, weil das irgendwie indirekt mit den Protokollen der Weisen von Zion zusammenhängt, von denen wir ja wissen, dass das gefälschte Dokumente sind, die unter anderem auch die Nazis genutzt haben, um irgendwas durchzudrücken gegen Juden, dann sind sie antisemitisch. Also wenn sie annehmen, dass es Verschwörungen gibt, dann sind sie Antisemit. Strukturell. Also ich kann immer nur sagen, wenn jemand kommt mit strukturellem Antisemitismus, dann kann ich nur sagen, der hat strukturell ganz schön eine Waffel. Okay. Jetzt steht er ja, er verbreitet Verschwörungstheorien. Das Schöne an der Wikipedia ist ja, dass diese Sachen immer verlinkt sind. Jetzt können Sie mit der Maus da drüber fahren, dann sehen Sie sofort schon so ein Screen und so ein Teaser zu dem Artikel, der damit verlinkt ist. Und unter Verschwörungstheorien sehen wir das hier. Ja. Also als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem oftmals illegalen oder illegitimen Zweck. Soweit erstmal korrekt. Das wäre die Bezeichnung für einen Kriminalisten. Also wenn Sie jetzt einen Polizisten hätten, der irgendwie als Kriminalbeamter arbeitet, der würde so genauso arbeiten. Ja, also er macht eine Theorie zu irgendeiner Gruppe von Leuten, die meinetwegen eine Bank überfallen wollen. Das ist ja eine Verschwörung. Sie machen was Illegales und sprechen sich da ab, irgendwas dazu tun, illegal. Dann ist das eine Verschwörungstheorie, also eine Theorie zu einer Verschwörung. Aber das Wort Verschwörungstheorie wird natürlich so nicht benutzt. Das ist eine Konnotierung. Das heißt, wenn Sie Verschwörungstheorie sagen, heißt es automatisch, wenn Sie ein Verschwörungstheoretiker sein sollen, dass Sie ein Schwurbler sind, ein Spinner, ein Fuscher. Verschwörungstheorie wird eigentlich nicht im eigentlichen Sinne gebraucht. Und wie wir jetzt gelernt haben, Verschwörungstheorien haben immer irgendwas mit Rechtsextremismus und mit Antisemitismus und was auch immer zu tun. Es ist ein Kampfbegriff. Naja, und jetzt unterscheidet er hier zwischen Verschwörungshypothesen, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen. Die Frage ist, wer hat denn das geschrieben? Vieh. Schon wieder. Wer ist Vieh? Vieh ist Philipp Heide. Philipp Ludwig Fabian Heide und so weiter ist übrigens Lehrer, hat zuletzt in Hamburg wohl gearbeitet als Lehrer, war dann da lange Zeit unterwegs, auch glaube ich als Lateinlehrer und Geschichtslehrer. Okay, ist ein Ausschnitt aus dem ersten Film, den ich Ihnen hier gerade als Screenshot gegeben habe. Ja, also jemand, der äußerst zweifelhafte Einträge in die Wikipedia macht und immer in diesen politisch brisanten Themen aktiv ist. Schulbuch Zeitreise 910 ist mir gerade frisch in die Hand gekommen, also das ist der neueste Druck quasi und da geht es unter anderem um die USA und die Atombombe. Also neues Thema, gucken wir uns das Buch mal an. Da sehen Sie schon, das ist aus dem Klett Verlag und dann gucken wir mal in das Inhaltsverzeichnis rein, dann sehen wir, okay, alle möglichen Sachen. Hier sehen wir schon so einen Astronauten auf der linken Seite. Und da finden wir dann auch die Mondlandung, eine Verschwörung, Fragezeichen. Und davor kommt Kalter Krieg der Supermächte. Und da haben wir schon die Seite und da steht Folgendes drin. Die USA hatten die Atombombe entwickelt und durch ihren Einsatz 1945 den Krieg gegen Japan beendet. Ich habe vor 3 Jahren ungefähr bei NDR Info einen Beitrag gehört, einen 3 Minuten Radiobeitrag zum Thema Abwurf der Hiroshima und Nagasaki Bomben, waren 2 Stück. Und die haben es in einem 3 Minuten Beitrag nicht geschafft, den Urheber der Abwürfe zu nennen. Absicht oder Inkompetenz? Ja? So, und jetzt sehen wir hier im Schulbuch, es geht um eine Bombe. Wie bitte? Hatten die Atombombe entwickelt und durch ihren Einsatz 1945 den Krieg gegen Japan beendet. Jetzt können Sie sich rauswählen und sagen, na ja, das ist also, es geht nur um die Erfindung des Autos, der Atombombe. Da gibt es natürlich auch mehrere von, könnte man sich rausreden. Was würden Sie als durchschnittlich intelligenzbegabter Mensch hier sagen, als Schüler? Jahrgang 9-10. 9. Klasse oder 10. Klasse? Ja?
Ja, zum Beispiel. Ne? Ich habe den Verdacht, das würden viele Schüler denken. So, und das ist eine gute Bombe, denn sie beendet den Krieg. Und es war mir eine Ehre immer noch, auch an der Stelle, dass ich auf Free21 verweisen kann, denn Dirk Pohlmann zum Beispiel hat dazu auch ganz viele Veröffentlichungen gemacht. Und das, was ich jetzt wiedergebe, ist quasi nur aus zweiter Reihe. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gucken Sie in Free21 nach, gucken Sie bei Dirk Pohlmann nach. Also, es geht um Mythenbildung und die atomare Zerstörung. Es waren erstens zwei Bomben. Das können Sie hier nachlesen in diesem Artikel. Des Weiteren gibt es eine Mehr. Also das heißt, es wird behauptet, dass dieser Abwurf der Atombombe zur Beendigung des Krieges geführt hätte. Also eine Kausalverknüpfung, die Sie da machen. Diese Kausalverknüpfung ist gelogen. Schlichtweg. Wir lesen mal. Hiroshima und Nagasaki wurden zerstört, um zu verhindern, dass die Sowjets einen Beitrag zum Sieg über Japan leisten, was Washington dazu gezwungen hätte, Moskau an der Besetzung nach dem Krieg und dem Wiederaufbau des Landes zu beteiligen. Eine weitere Intention war, die sowjetische Führung einzuschüchtern und ihr so Zugeständnisse in Bezug auf die Nachkriegsordnung in Deutschland und Osteuropa abzuringen. Schlussendlich war es nicht die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki, die Tokio zur Kapitulation veranlasste, sondern der sowjetische Eintritt in den Krieg gegen Japan. Ups. Steht auf Free21 aber ganz anders als im Schulbuch. Dirk Pohlmann zitiert einige Leute, von denen ich jetzt hier nur einen drin habe, nämlich den Dwight D. Eisenhower. Der sagte, Originalzitat, die Japaner waren bereit zu kapitulieren und es war nicht nötig, diese furchtbaren Dinge abzuwerfen. Und Dirk Pohlmann sagt, ich könnte hier den ganzen Tag lang noch Leute zitieren, die das auch gesagt haben. Das war Common Sense. Die Atombomben waren nicht nötig, um den Krieg zu beenden. Es war eine Form von Staatsterrorismus. Massenvernichtung als Staatsterrorismus. Und das kommt in dem Schulbuch nicht vor. Das ist ein Satz und man geht einfach so darüber. Das hat mich wirklich wütend gemacht, als ich es gelesen habe. Wie bitte? Ja, ja. In etwa so sah meine Reaktion das erste Mal aus, dass ich das gelesen habe, ja. Das ist ein Bild des Bombenabwurfs auf Nagasaki. Und Sie können sich vorstellen, dass die auf Hiroshima ähnlich ausgesehen hat. Das ist das, was als Hiroshima übrig geblieben ist, als die Atombombe auf Hiroshima geflogen ist. Ich verweise immer, ich habe es ja deswegen drin, damit Sie auch das nachlesen können. Sie sehen unten immer den Link und die Links sind auch in dem PDF aktiv anklickbar. Das heißt, Sie brauchen nur drauf zu klicken, haben Sie sofort die Webseite, wo Sie es genauer nachlesen können. Das ist Dirk Pohlmann bei seinem Vortrag der Hiroshima-Mythos. Und das ist nur eins der Fotos, die er gezeigt hat, die noch am harmlosesten sind. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die anderen Fotos noch zeigen, weil die sind wirklich sehr, sehr verstörend. Es gibt weitere Artikel, alles aus Free21. Da geht es um die Vertuschung, also wie man versucht zu vertuschen, was da eigentlich im Hintergrund gelaufen ist. Und BPB, das ist die Seite zur politischen Bildung, ja, von der Bundesrepublik. Und da steht, das ist jetzt nicht Free21, muss man ganz wichtig sagen. Also da gibt es also eine Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki. Die eine Bombe hieß Little Boy und die hat 90.000 bis 220.000 Menschen sofort getötet beim Abwurf auf Hiroshima. Also Little Boy, die Atombombe, hat 90.000 bis 120.000 Menschen getötet von 300.000 Einwohnern. Ist die Angabe hier auf den Seiten der bpb.de. Sie sagen auch was zu Nagasaki. In Nagasaki seien 60.000 bis 80.000 Menschen getötet worden. Das kann man glauben oder auch nicht. Und ich gucke immer gerne nach und es gibt zum Beispiel auch Dissertationen zu dem Thema.
Und das ist die Dissertation von Nicole Terne, von Hiroshima nach Fukushima, die nuklearen Opfer Japans. Und sie spricht laut ihren Quellen von folgenden Todesopfern. Demnach waren 557.478 Personen aus Hiroshima betroffen, von denen 277.966 direkt durch die Bombe starben. Das ist jetzt hier ein entsprechendes Zitat, das können Sie bei ihr dann nachlesen, wo das herkommt. Eine ähnliche offizielle Nennung der Opferzahlen liegt für Nagasaki in diesem Umfang nicht vor. Um einen Vergleich zu schließen, können nur die Zahlen der verstorbenen Personen aus Nagasaki genannt werden, die von staatlicher Seite als Atombombenopfer anerkannt wurden. 165.409. Das liest sich anders als das, was wir eben gesehen haben. Wenn Sie sich erinnern, haben Sie vielleicht irgendwann mal gesehen, dass da irgendwie Ärzte unterwegs waren nach dem Atombombenabwurf. Also Ärzte aus den USA unter anderem. Ja? Und das sah so aus, als ob sie den Opfern helfen würden. Pustekuchen. Das war die ABCC, Atomic Bomb Causality Commission. Und die Ärzte der ABCC leisteten den Opfern der Bombenabwürfe keine Hilfe. Sie untersuchten lediglich die Folgen der radioaktiven Strahlung. Und besonderer Augenmerk lag dabei auf der Genforschung. Steht das im Schulbuch drin? Nein, steht nicht drin. Und ich habe extra hier die Quelle dazu geschrieben, wo Sie es finden können. Seite 17 von der Dissertation. Und jetzt kommt ein Absatz, den ich Ihnen unbedingt so mitgeben möchte, damit Sie das einfach mal sich auf Ihrer Kleinhirnrinde zergehen lassen, würde Ken Jebsen sagen. Konnte bis zu den Atombombenabwürfen nur mit einer kleinen Gruppe von Personen geforscht werden, die meist durch Unfälle mit Radioaktivität in Verbindung gekommen waren, ergab sich durch die Verstrahlung zehntausender Menschen in Hiroshima und Nagasaki eine einmalige Möglichkeit, eine bis dato nicht dagewesene Datensammlung anzulegen. Lindy betrachtete in ihrem Buch die ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, genauer, eine Forschungseinrichtung der Vereinigten Staaten von Amerika, die die Auswirkungen der Radioaktivität auf die Überlebenden in Hiroshima und Nagasaki untersuchen sollte. Worum geht's? Es wurden zwei verschiedene Zündungsprinzipien der Atombomben verwendet. Einmal gab es den Little Boy, das war eine Kernspaltungsbombe auf Basis von Uran mit dem Kanonenprinzip, und einmal gab es Fat Man. Das war eine Kernspaltungsbombe auf Basis von Plutonium mit dem Implosionsprinzip als Zündmechanismus. Und die wollten genau wissen, erstens, welche Zerstörung wird angerichtet und zweitens, welche Folgen hat das für die Leute, die da wohnen. Die Bürger von Nagasaki und Hiroshima waren Versuchskaninchen. Das hat nichts mit militärisch-strategischer Planung zu tun. Es waren Versuchskaninchen. Sachliche Zusammenfassung. Der Satz, die USA hatten die Atombombe entwickelt und durch ihren Einsatz 1945 den Krieg gegen Japan beendet, ist falsch. Neues Thema. Gut, das war harter Tobak. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir vielleicht ein bisschen mit mehr Humor betrachten können. Die Mondlandung. Also in dem Buch kommt gleich auf der nächsten Seite, kommt die Mondlandung eine Verschwörung. Okay, dann sehe ich da oben, was hat denn das damit zu tun? Das finden Sie nicht auf dem Mond. Finden Sie heute auch nicht mehr. Die beiden Türme gibt es nicht mehr. Okay, aber das hat also irgendwie was mit der Mondlandung zu tun. Terroranschläge vom 11. September auf das World Trade Center. Wie bitte? Das Prinzip ist folgendermaßen. Sie bringen zwei Themen miteinander und verklammern die. Das heißt, Sie stellen jetzt irgendwie dar, die Mondlandung war auf gar keinen Fall eine Verschwörung. Das ist also alles eine Verschwörungstheorie, oder Verschwörungstheoretiker, die was anderes behaupten. Und 9/11 war auf jeden Fall so, wie es in den Mainstream-Medien gelaufen ist. Und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Verschwörungstheoretiker. Und Verschwörungstheoretiker sind immer ganz gefährlich. Das ist die Verknüpfung. Und wenn Sie es noch ein bisschen besser machen, dann sagen Sie, da gibt's auch noch Reptiloiden in der hohlen Erde. Und eine flache Erde gibt es auch noch. An der Stelle sage ich immer, okay, ich bin ja auch bekennender Anhänger der flachen und hohlen Erde, weil ich das physikalisch sehr herausfordernd finde. Aber so wird es gemacht. Das heißt also, sie versuchen abstruse Sachen in Verbindung zu bringen mit Sachen, die man mal ernsthafter diskutieren müsste. Und wenn sie sich so die
die TV-Veröffentlichungen anschauen in der Richtung, wird es immer genauso gemacht. Sie klammern. Sie klammern bestimmte Themen zusammen und behaupten dann, alle Themen wären Verschwörungstheorien. Okay, aber es geht ja eigentlich um die Mondlandung. Jetzt gibt es eine Definition für Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Also, Versuch, ein Ergebnis als geheimes Wirken einer kleinen Gruppe von Menschen zu erklären. Verschwörungstheoretiker sind nicht zugänglich für Kritik und rationale Argumente. Manche Forscher sprechen daher von Verschwörungsfantasien. Das ist schon anders, als es in der Wikipedia stand. Erinnern Sie sich? Das heißt, also hier geht es jetzt schon ganz klar darum, das sind alle Spinner. So, und dann gibt es auf der nächsten Seite im Schulbuch gibt's dieses tolle Ding. Das ist die ganze Seite. Und dazu finden Sie also auch diese tolle Grafik. Ein großer Mensch für die Schrittheit, Schnitt, heißt, ist gefilmt. Okay, so. Das wird jetzt ja als vollkommen abstrus dargestellt. Ne? Jetzt gibt es dazu Argumentationsgrundlagen. Die Schüler sollen also argumentieren mit Verschwörungstheoretikern, wenn sie dann mal welche treffen. Und eine der Argumentationsgrundlagen ist diese hier. Also der Verschwörungstheoretiker sagt, auf dem Mond gibt es keinen Wind, jedoch scheint die von den Astronauten aufgestellte US-Flagge auf einigen Filmaufnahmen zu flattern. Die Antwort, die Sie als gebildeter Schüler dann diesem Verschwörungstheoretiker entgegenhalten, ist, die Flagge flattert immer nur dann, wenn sie zuvor von einem Astronauten berührt wurde. Okay. Wer von Ihnen hat eine Promotion gemacht? Wer hat einen Doktortitel? Finger hoch. Okay, wenn Sie diese Promotion haben Sie ja nicht einfach so bekommen. Das heißt, was mussten Sie machen, bevor Sie die Promotion hatten? Also dann saßen Sie ja von ganz vielen Professoren, die haben dann mit Ihnen diskutiert. Und was mussten Sie machen? Genau, Sie mussten die Promotion verteidigen. Und die Professoren sind jetzt nicht besonders zugewandt normalerweise, sondern sie werden gestichelt mit Sachen, die eventuell ihre ganzen Thesen, die sie da aufgebaut haben, zusammenbrechen lassen könnten. Dann ist es die Frage halt, wie gut können sie das verteidigen? Wenn die Verteidigung hält und wenn die gut hält, dann ist das summa cum laude. Wenn die überhaupt nicht hält, dann ist es überhaupt nichts. Dann sind sie durchgefallen. Also, wenn ich so eine These aufstelle, muss ich sie auch verteidigen. Und zwar nicht mit den schwächsten Gliedern, oder sage, ja, das bricht ja sofort zusammen, ne? Also wenn ich da jetzt irgendwie so eine Aufnahme zeige, sondern ich muss sie mit den Sachen verteidigen, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu erklären sind. Schauen wir uns doch mal an. Es gibt da ein Video von Apollo 15 und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen. Und Sie lassen das einfach auf sich wirken. Jim, you'll get a feed water tone in about a minute. Just wanted to warn you, and we're coming up on 20 minutes remaining. 2-0. Okay. Oh, that is a good picture. Any picture? It's a little, wait, try another setting. How about an F8? Yeah, try an F8. Look at that. Yeah.
Yeah, F-11 there. That's what it called for in the, yeah. Okay, I'll take you again, boss. Okay. Oh, you look colorful. That's it. Even with the dirt, huh? Okay. You like that flag there, Joe? It's beautiful. Yeah, we think it's pretty nice, too. Wollen Sie es nochmal sehen? Das ist gut. Ich finde das total gut, was gerade läuft. Sehen Sie, was passiert? Sie unterhalten sich mit Ihrem Nachbarn. Dann gibt es Meldungen, die sind ganz laut und die sagen, der eine, ja, das ist halt, das ist da Luft. Und die anderen sagen, nee, Moment mal, ich kann nicht verstehen, was hatten Sie gesagt, was das beweisen soll oder nicht beweisen soll, ne? Genau. Und dann kommt von der anderen Seite wieder irgendetwas und dann wird da dagegen gesprochen. Und im besten Falle gehe ich jetzt als Lehrer raus, nehme mir einen Kaffee und sage, ich komme da mal in einer halben Stunde wieder. Und dann können die sich unterhalten. Es ist nicht meine Aufgabe als Lehrer zu sagen, ihr müsst jetzt aber das oder jenes glauben. Die Aufgabe ist als Lehrer, man macht Türen auf. Es ist auch nicht wichtig, zu welchem Ergebnis die Schüler kommen. Es ist nicht wichtig, zu welchem Ergebnis die Schüler kommen, sondern dass sie überhaupt zu einem Ergebnis erstmal kommen und darüber selbstständig nachdenken. Das heißt, ich gebe im besten Falle nicht vor, was am Ende rauskommen soll. Irgendwie macht man das als Lehrer dann aus Versehen manchmal doch. Und manchmal, also wer von Ihnen Lehrer ist, wird das wissen. Das heißt, man bereitet den Unterricht vor und denkt, das wird eine super Stunde. Und nach der Stunde denkt man, um Gottes Willen, was hast du da für einen Blödsinn gemacht? Ne? Also das passiert ja schon, dass man den Schülern manchmal nicht den freien Weg lässt, das irgendwie selber rauszufinden. Aber vom Prinzip her, so ein Ding ist wahnsinnig gut. Das heißt, Sie bringen das rein und dann fangen die Schüler an zu diskutieren. Im besten Falle fängt man an, über Perspektiven zu unterhalten. Dann überlegt man, wie weit ist denn jetzt diese Videokamera weg? Das war eine Videokamera, das ist keine Filmaufnahme. Das ist also eine Videoübertragung live vom Mond, sagt die NASA. Und dann fangen sie halt an, darüber zu überlegen. Dann fliegen hier schon die Tassen und die Flaschen. Genau, und dann fangen sie an, halt darüber zu diskutieren und dann überlegt man, okay, was gibt's denn da noch für physikalische Sachen, die da im Hintergrund stehen könnten? Und dann fangen die Schüler an, über Physik zu diskutieren. Dann kann man haufenweise Physik daran klarstellen und die Frage ist, kommt man dabei zum Ergebnis? Ist es gar nicht wichtig, ob man da zu einem Ergebnis kommt? Da war eine Meldung, Entschuldigung. Ja, das ist das Problem. Wir sprachen ja, das Thema ist ja Indoktrination. Und glauben Sie mal nicht, dass das Indoktrinationsthema nur die Schüler betrifft. Das betrifft ja auch die Lehrer. Sie werden darin bestärkt, bestimmte Sachen zu transportieren. Und dann lassen Sie keine andere Meinung mehr zu. Das heißt, Sie haben dann Scheuklappen.
Und eigentlich ist das ist nicht gewollt. Auf dem Papier steht es auch anders. Das heißt also, wir sollen als Lehrer Schüler zu mündigen Demokraten entwickeln. Und das müssen sie lernen. Auch der Urheber des Beutelsbacher Konsenses sagt das genau so. Demokrat ist man nicht per Geburt, sondern man muss das lernen. Und viele Lehrer haben das einfach verlernt oder sie haben es nie gelernt, weil das ihnen auch falsch beigebracht wurde. Oder sie werden durch Lehrmaterialien, was über die Verlage kommt, werden sie darin so schon in eine bestimmte Richtung gedrückt. Und das, was die Verlage veröffentlichen, können die ja nur veröffentlichen, weil es durch die Kultusministerkonferenz vorgegangen ist oder zumindest durch das Kultusministerium des jeweiligen Landes. Und klar, also ein Verlag wird einen Teufel tun, irgendwas zu veröffentlichen, von dem er denkt, dass er das nicht durchkriegt. Das ist ganze Menge Geld, was dabei verloren geht, und da hängen auch Arbeitsplätze dran. Also der Staat nimmt Einfluss auf den Unterricht in Schule. Und diesen Einfluss, den nimmt er natürlich gerne so, dass die derzeitige Staatsform gestützt wird. Aber es geht nicht um die Staatsform, es geht um die Regierung. Das heißt also, die Regierung möchte natürlich nicht, dass sie am Ende dann abgewählt wird, weil da viele schlaue Bürger sitzen, die merken, dass da irgendwas faul ist von dem, was sie da gemacht haben. Also versuchen sie, Bürger zu erzeugen, die möglichst unmündig sind und keine Ahnung von dem haben, was da im politischen Hintergrund abläuft. Ist jetzt eine Verschwörungstheorie, ne? Dass da die Eliten sich irgendwas denken dabei. Merken Sie schon? Und wenn Sie jetzt genickt haben, dann sind Sie alles Antisemiten. Wussten Sie das schon? Ja, es ist schlimm. Okay, die erste Frage, die entsteht, ist das Video überhaupt echt? Das ist ja das Wichtigste, was Sie nachfragen müssen. Das war jetzt meine Aufgabe sozusagen. Das heißt, also ich muss dann erstmal schauen, also jetzt für Sie als Leser in diesem Falle, ich zeige Ihnen noch gleich, wo ich es veröffentlicht habe. Ich muss Ihnen zeigen, woher ist das Material. Das Video, was Sie eben gesehen haben, ist von YouTube. Das kann ja alles Mögliche sein, da kann sicher jemand einen Spaß erlaubt haben. Aber Sie finden exakt das gleiche Video auf zwei Videos verteilt und die entscheidende Szene auf diesem Video, was Sie hier sehen, das ist nämlich die Videonummer 1485548.mpeg. Das finden Sie dort auf den NASA-Seiten. Also das finden Sie direkt auf der Seite der NASA. Ist dort ein bisschen dunkler, auf YouTube ist es ein bisschen aufgehellt, das ist also einfacher zu erkennen. Aber da finden Sie das Video. Interessant ist, dass die Leute von der NASA ja auch nicht doof sind. Die haben das gesehen. Das heißt, die diskutieren hier einen ganzen Absatz lang, woran das gelegen haben könnte, dass die Fahne sich bewegt. Klammer auf, das mit der Luft haben sie ausgelassen, Klammer zu. Also, dass da irgendwie Luft existieren könnte und dass vielleicht eine Wirbelschleppe ist von demjenigen, der daran vorbeiläuft. Ne? Das haben sie ausgelassen, aber alle möglichen anderen Sachen sind diskutiert worden. Also, das heißt, das, was Sie gesehen haben auf dem Video, ist nicht Ihr Eindruck, sondern das haben auch schon andere Leute vorher von der NASA gesehen. Und das ist ein Thema, was man diskutieren kann. Ja? Alle möglichen Sachen bis hin zur statischen Aufladung oder irgendwelchen statischen Feldern, die von dem Rucksack des Astronauten da ausgestrahlt werden, alles das wird diskutiert. Auch Aufwirbelung von Staub, Vibration, Berührung des Flaggenmastes, was auch immer. Also die Berührung des Flaggenmastes können wir ausschließen, das kann man aber so sagen. Aber die Frage ist, was ist da sonst passiert? Ne? So. Und ja, das müssen Schüler frei diskutieren dürfen, ohne dass da irgendwie so ein Damoklesschwert über den Schülern hängt. Wenn du aber denkst das, dann bist du jetzt Verschwörungstheoretiker. Nein, das darf nicht sein. Ganz wichtig, egal zu welchem Ergebnis sie kommen, jetzt sind wir schon wieder fast bei Gerhard Wisniewski, mit dem habe ich mal telefoniert. Das war ein sehr, wir waren uns nicht einig, könnte man sagen. Also meine Argumentation war, wenn sie Fehler in Bildern nachweisen, heißt das ja nichts über die tatsächliche Mondlandung. Das heißt, Sie können anhand der Bildfehler, ob manipuliert oder nicht, können Sie nicht darauf schließen, ob die Mondlandung stattgefunden hat oder nicht. Das ist ganz wichtig zu sagen. Sie können eventuell sagen, das ist gefälschtes Bildmaterial oder auch nicht, je nachdem, zu welchem Ergebnis Sie kommen. Aber Sie können nichts davon sagen, dass die Mondlandung stattgefunden hat. Aber im Original, wenn Sie darüber reden, heißt es ja eigentlich nur, wenn Sie was mit Verschwörungstheoretikern zu tun haben und jemand sagt Verschwörungstheorie, heißt das halt ab hier nicht weiter. Ob es was zu sehen geht oder nicht, ich habe dazu einen Artikel geschrieben. Das war eigentlich ein Randartikel zu einem Thema Indoktrination, was ich geschrieben habe. Und es gibt nicht nur das Problem mit der Flagge, es gibt noch ein paar andere Probleme. Gucken Sie sich das an und entscheiden Sie dann für sich, halte ich das für sinnvoll oder halte ich das nicht für sinnvoll? Aber wenn Sie zu einem gewissen Ergebnis kommen, dann sind Sie garantiert Verschwörungstheoretiker, wenn Sie zum Ergebnis kämen, zum Beispiel die Mondlandung, da ist irgendwas faul dran. Aber alle anderen sind garantiert keine Verschwörungstheoretiker. Denn zum Beispiel die Tagesschau kann sowas schreiben. Ich lese Ihnen das mal vor.
Es geht hier also um die Reichsbürger-Razzia. Sie erinnern sich, diese 2000 Polizisten deutschlandweit, die also alle möglichen Reichsbürger da eingecasht haben. Und die haben also versucht mit, wie war das, einer registrierten Pistole und ganz viel Bargeld und ansonsten ganz viel Dosenravioli. So also Prepper-Vorräte, die man so hat, quasi das Land zu übernehmen. Ja, das war so die Story, die verbreitet wurde. Selbst Leute, die sich nicht innerhalb der freien Medien so rumtummeln, die sagten dann, das kommt mir irgendwie spanisch vor. Jetzt gab es einen neuen Artikel, der ist ganz frisch. Da steht, offenbar mehr Mitwisser als bekannt. Also es geht um die Tagesschau. Und die schreibt halt, die mutmaßlichen Verschwörer planten offenbar bundesweit 286 Heimatschutzkompanien zu bilden. Offenbar, wahrscheinlich. Mutmaßlich, weiß ich nicht. Verschwörer. Also hier geht es um Verschwörer und die Tagesschau macht dazu Aussagen wie, weiß ich nicht, mutmaßlich, wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich hätte hier einen Beweis dafür, dass derjenige, der es geschrieben hat, ein offensichtlicher Verschwörungstheoretiker ist. Weil er macht eine Theorie zu einer Verschwörung, also zu Verschwörern. Und sagt, kann ich nicht sagen, mutmaßlich, wahrscheinlich, weiß ich nicht genau. Die Tagesschau ist selbstverständlich kein Verschwörungstheoretiker. Aber wenn sie das nicht sind, wenn sie außerhalb des Universums von Tagesschau, ARD, ZDF und Konsorten, wenn sie da was veröffentlichen, dann sind sie garantiert Verschwörungstheoretiker. Das heißt, die eine Seite kann sich das erlauben, irgendwelche wilden Theorien in den Raum zu setzen und wird nicht mit dem Attribut Verschwörungstheoretiker versehen, aber die anderen schon. Wenn Sie hier einen gewissen Missstand erkennen, ein gewisses Ungleichgewicht, dann haben Sie recht. Das wird unterstützt von verschiedenen NGOs. Eine NGO davon ist die sogenannte Amadeo Antonio Stiftung. Die Gründerin der Amadeo Antonio Stiftung bzw. die Vorsitzende war ja die Annetta Kahane. Die ist dadurch aufgefallen, dass da auch plötzlich Stasi-Akten existierten von ihr und es wurde bekannt, dass sie inoffizielle Stasi-Mitarbeiterin war. Auf einer Basis breiter Überzeugungen, sagte irgendjemand mal dazu. Hat sich dann später davon losgesagt, aber das ist jetzt diejenige, die halt die Amadeo-Antonio-Stiftung da aufgemacht hat. Die Amadeo-Antonio-Stiftung gibt auch Anleitung zur Denunziation im Netz, also wie man Leute denunziert, die jetzt Verschwörungstheorien und rechtsradikale Inhalte verbreiten und solche Geschichten. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung verlinkt auf den Server Psiram, auf den Rufmordpranger der Skeptikerbewegung. Ist das nicht schön? Wichtig für Sie als aufgeklärte Bürger ist zu wissen, dass Sie das bezahlen. Denn gefördert wird die ganze Geschichte von Demokratie Leben und dem Bundesministerium für Familie, Senioren oder was war das hier? Frauen und was? Das kann ich nicht lesen, ist zu klein. Vom Bundesfamilienministerium, machen wir es kurz. So. Also die finanzieren das. Nicht, dass sie jetzt denken, die Amadeo-Antonio-Stiftung kriegt einen Auftrag vom Staat und da gibt es irgendwelche Absprachen. Nein, das ist ganz wichtig, dass da gibt es keine Absprachen. Die kriegen Geld und die veröffentlichen irgendetwas. Und dass sie Geld kriegen und das, was sie veröffentlichen, hat nichts miteinander zu tun. Wenn ich das jetzt anders sagen würde, würde ich von denen garantiert eine Abmahnung bekommen. Das heißt, hier existieren NGOs, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja nicht die einzige. Also das heißt, wir haben hier NGOs, wir gehen jetzt in diesen privatwirtschaftlichen Bereich rein. Da werden NGOs vom Staate bezahlt und die machen irgendetwas. Und komischerweise machen die immer Sachen, die halt sehr staatstragend sind. Oder sagen wir mal so, die Regierung unterstützen. Es geht ja nicht um das Staatswesen, sondern es geht um die Regierung, die da unterstützt wird. Da haben sich auch schon Leute aus der CDU zum Beispiel beschwert, weil das jetzt hier so ein SPD-geführtes Ministerium war und lange Zeit also ganz viel Geld da reingeflossen ist, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, das ist die Frage, kann das sein, dass sie eventuell derjenige, der hier als Schiedsrichter fungieren sollte, Vater Staat, der dafür sorgen sollte, dass der demokratische Diskurs nach bestimmten Regeln abläuft, selber die Regeln verletzt und bestimmte Inhalte, bestimmte Themen nach vorne bringen möchte. Und dazu müssen die gar keine Absprachen treffen. Also das muss auch gar nicht sein, dass die keine Absprachen treffen. Ich glaube denn das sogar, dass die keine direkten Absprachen getroffen haben.
So kann man über Geldzuwendung oder Geldnichtzuwendung ziemlich genau steuern, was man gerne haben möchte im demokratischen Diskurs. Und wenn Sie wissen, dass sämtliche Tageszeitungen, die Sie so kennen, oder sagen wir mal fast alle davon, dass die vom Staat gepäppelt werden, weil die inzwischen ansonsten pleite wären. Glauben Sie, dass diese Zeitungen, die vom Staat gepäppelt werden, kritische Beiträge zu dem bringen, was jetzt gerade aktuell läuft? Sie haben einen kleinen Horizont, in dem Sie kritische Beiträge bringen dürfen. Wenn Sie das überschreiten, bleiben die Gelder weg. Und das müssen Sie gar nicht aussprechen. Jeder Redakteur weiß das für sich selber. Das ist die Schere im Kopf bei den Redakteuren. Gut, wenn Sie Redakteure haben wollen, die ja keine Schere im Kopf haben, dann gucken Sie sich doch mal zum Beispiel Free21 an. Schon wieder mal Werbung. Das mache ich ja aus tiefster Überzeugung, weil das ist ein sehr gutes Dossier. Der Gründer von Free21 ist ja auch mit dem Ereignis von 9/11 ist der sozusagen aufgetreten und hat da viele Recherchen gemacht. Und Sie finden auf der Homepage von free21.org finden Sie ganz, ganz viele Dokumente, die Ihnen da weiterhelfen, dieses Ereignis 9/11 zu verstehen. Und also die Frage ist dann halt, ist es so, wie es offiziell gesagt wurde, oder gibt es da halt ein paar Fallstricke? Und das Wesentliche, was als Fallstrick ist, das hat ja Daniele Ganser weit über die Rampe getragen, ist das World Trade Center 7. Und da gibt es einfach ein paar physikalische Probleme. Ich hatte das eigentlich drin im Vortrag, aber ich habe es dann rausgenommen wegen der Zeit. Nächstes Thema. Jetzt kommen wir zum Thema, wie werden Lehrer indoktriniert? Wie werden Lehrer in der Überzeugung gestärkt, ein bestimmtes Thema an die Schüler heranzutragen? Das ist jetzt eine Zeitschrift, das kommt aus dem Westermann Verlag. Und diese Zeitschrift heißt Praxisgeschichte. Da geht es um Legenden, Mythen und Lügen. Und, Sie sehen schon am Schild, Vorsicht, Verschwörungstheorie. Und daneben sehen Sie auch schon die Konnotation, das ist ja nicht zufällig, wer hat dieses Bild gemacht. Ne? Das heißt, Verschwörungstheorien, wird es auch mit dem Begriff Antisemitismus im weitesten Sinne zusammengebracht. Okay, hier auch im Titel antisemitische Verschwörungserzählungen, Durchstoßlegende und so weiter und so fort. Also es gibt viele Sachen, die im geschichtlichen Kontext vielleicht korrekt sind. Darauf will ich jetzt gar nicht genau eingehen. Es geht also in diesem Fall aber um Framing und zwar in Bezug zu Wikipedia. Das wollte ich Ihnen zeigen, denn das finden Sie gleich im Inhaltsverzeichnis auf der zweiten Seite. Da sehen Sie Unterrichtspraxis und einmal sehen Sie die Protokolle der Weisen von Zion. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also gefälschte Dokumente. Und unten sehen Sie das Thema Wikipedia. Und da gibt es eine gewisse Autorin, Janet Herzog, hat dazu was geschrieben. Und das ist der Artikel. Ich gehe mal auf zwei Punkte ein, die sie geschrieben hat. Zunächst schreibt sie, Zitat, Einzelpersonen, PR-Agenturen oder Interessengruppen können hier in der Tarnung eines Lexikon-Beitrags gezielt Meinung und Informationen, auch Fehlinformationen streuen. Zitat Ende. Ja, das ist gut. Würde ich zustimmen. Gute Aussage. Passt. Jetzt kommt etwas. Die aktuellen Artikel russischer Überfall auf die Ukraine 2022 und Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie unterliegen beispielsweise einem Schutzstatus, der es nur erfahrenen und verifizierten Autorinnen und Autoren erlaubt, diese Artikel zu ändern. Beiträge, die anfällig für Vandalismus, parteiische Bearbeitung und Ähnliches sind, können von gewählten Administratorinnen und Administratoren mit einem Seitenschutz versehen werden. Das heißt, die Frau Herzog sagt jetzt, das kann in der Wikipedia zwar sein, dass da irgendjemand manipulieren könnte, aber es gibt ein Sicherheitssystem. Es ist ein großes Sicherheitssystem und da kann eigentlich diese Manipulationen bleiben, also im Rahmen sozusagen, das haben Sie jetzt gelernt. Die Wikipedia ist eigentlich sicher gegen Manipulation, das steht hier. Okay, dann fühlen wir ihr doch mal auf den Zahn. Russischer Überfall auf die Ukraine 2022 war ihr erstes Stichwort. Das ist der Artikel. Ich gehe gar nicht auf den Inhalt ein. Wir gucken uns nur an, wer schreibt denn da? Gleich drei Personen, die auffällig sind. Len BR, Anidat auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite Atomic Cocktail. Wenn Sie jetzt langjährige Zuschauer von Wikihausen sind, werden Sie jetzt schon angefangen haben zu grinsen. Denn Len BR und Anidat gehören zu Runter. Also zu der Fraktion, die Wikipedia politisch manipuliert. Atomic Cocktail ist zusätzlich ein Schreiber, der unter anderem Konto-PR-Artikel in die Wikipedia einträgt.
der kriegt dafür Geld, dass er Artikel einträgt. Okay. Ist das gerade der Artikel, den man nehmen sollte, wenn man jetzt als Beispiel sagen möchte, dass die Wikipedia ja nicht durch PR-Schreiber und sowas manipuliert wird? Es gibt über 2 Millionen Artikel in der Wikipedia und sie nimmt sich gerade so einen Artikel raus. Wie wahrscheinlich ist das, dass sie durch Zufall einen Artikel finden, wo gerade Leute aus Dachunta drin sind und ein gewisser Atomic Cocktail? Sie hätte doch irgendwie einen Artikel nehmen können, die schönsten Bahnhöfe von Deutschland oder keine Ahnung. Also irgendetwas, was total unpolitisch ist. Nein, sie nimmt sich diesen Artikel. Und was interessant ist, LenBR und Anidat sind beide erklärtermaßen auf ihren Seiten in der Wikipedia Leute, die sehr, sehr kritisch zu Russland stehen. Das heißt, das sind Leute, die haben eine einseitige Parteinahme. Erwarte ich von denen einen objektiven Artikel zum Thema Krieg in der Ukraine? Die Frage müsste man sich stellen. Hat die Jeanette Herzog das überhaupt mal nachgeprüft, wer da schreibt? Wäre jetzt meine Frage. Okay, nächstes Stichwort ist Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie. Wie gesagt, was da steht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir gucken uns erstmal an, wer schreibt denn da? Und da hagelt es gleich. Ein Beitrag, Schilderwaldmeister, The Random IP, Andol und schon wieder Anidat. Jetzt müssen Sie wissen, ein Beitrag ist identisch mit dem Benutzer zu Co-Pilot und Jesusfreund. Das sind 3 Konten von dem ein und denselben Benutzer. Und dieser Benutzer gehört auch zu Hunter. Er hat keinerlei Qualifikation im Bereich Biowissenschaften oder Medizin. Es ist ein Klavierlehrer, der an der Uni Osnabrück arbeitet. Und der schreibt jetzt zu Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie. Jetzt sitze ich hier als Biologe mit Diplom und bin einigermaßen verzweifelt. Das ist also der Artikel. Und da finden Sie jetzt Folgendes drin. Die Stichworte heißen Corona-Lügen, Fake News, pseudowissenschaftliche Gesundheitstipps, Desinformation, Verschwörungstheorien, Antisemiten und Rechtsextremisten, Impfgegner und Esoteriker. Da wissen wir gleich, was uns erwartet. Das heißt also, der ganze Artikel ist schon einleitend mit solchen Begriffen angehäuft, dass ich jetzt eigentlich schon keinen sachlichen Artikel mehr erwarten kann. Wer schreibt das? Und da gibt es ein tolles Tool, das nennt sich WhoColor. Das sehen Sie unten im gelben Kasten. Und das Tool sagt uns, je nach Farbe, wer denn in diesem Abschnitt was geschrieben hat. Dann sehen Sie also alles, was orange unterlegt ist. Das ist also von einem Beitrag gleich Copilot. Ja? Und alles, was jetzt rot unterlegt ist, ist von Amtis, dann Naronas und so weiter und so fort. Unter anderem haben die das eingetragen. Covid-19 sei nicht schlimmer als frühere Grippewellen. Das ist die Verschwörungstheorie von Michael Spitzbart, Wolfgang Wodak und Socharit Bakhti verbreitet. Das sind Verschwörungstheorien, also Spinnereien. Das sind Quacksalber, steht hier. Haben sie nicht geschrieben, aber sie haben Verschwörungstheorien geschrieben. So, und laut ECDC sterben jährlich in Europa durchschnittlich etwa 0,1% an der saisonalen Grippe. Aber zum Messzeitpunkt seien es bei Corona 0,8 bis 7,7% gewesen. Okay. Da gucke ich ja mal bei solchen Leuten wie Ioannidis nach. Das ist nur der meistzitierte Wissenschaftler weltweit. Das ist jetzt also kein wichtiger Mensch, müssen Sie sehen. Also das ist vollkommen unwichtig. Also viel unwichtiger als Co-Pilot und solche Leute da. Und der sagt, dass sie das auf unter 0,1% schätzen, die Todesrate bei Covid-19. Naja, genau. Richtig. Da könnte man schon leichte Zweifel haben. Jetzt kommt das Nächste. 2 Redakteure der Süddeutschen Zeitung bezeichnen Wodak, Bakhti und andere ähnlich agierende Mediziner als Corona-Meinungsmacher, deren Videos mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Was hat das in einem Wikipedia-Artikel zu suchen? Wikipedia hat den Anspruch, ein Lexikon zu sein. Da wird jetzt eine Meinung von 2 Redakteuren der Süddeutschen Zeitung verbreitet, die Redakteure der Süddeutschen Zeitung sind und keine Mediziner. Und die haben eine Meinung über Mediziner und diese Meinung ist offensichtlich so wichtig, dass ich sie in die Wikipedia eintragen muss, Fragezeichen. Es ist hochmanipulativ.
Also das heißt, Sie bekommen jetzt hier irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Zeitungsmachern da in der Wikipedia. Sie können ja Meinung machen in Zeitungen, das ist ja auch so gewollt. Aber dann lese ich die Süddeutsche Zeitung und weiß, es ist eine Zeitung. Und ich weiß ungefähr, für was für Meinung diese Süddeutsche Zeitung steht. Jetzt habe ich plötzlich die Wikipedia und als Inbegriff der scheinbaren Wahrheit, ja, also ein Lexikon, was den Anspruch erhebt, ein Lexikon zu sein. Und dann lese ich das. Wie bitte? Okay, wer schreibt das? Im Wesentlichen einen Beitrag. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich relativ tief drin bin. Kinetische Impfstoffe. Also, hier steht eine Falschbehauptung der Integration in das menschliche Erbgut. Also, wenn jemand behauptet, dass eine Impfung in das menschliche Erbgut integrieren könnte, die mRNA oder DNA der Impfung, dann ist das eine Falschbehauptung. Okay. Hier steht geschrieben, bei einigen der für SARS-CoV-2 verfügbaren Impfstoffe handelt es sich um genetische Impfstoffe, RNA-Impfstoffe oder viraler Vektor, für die teilweise zuvor noch nie eine Zulassung erfolgte. Ich gehe jetzt darauf gar nicht ein, darüber könnte man auch mal diskutieren. Vor allem in den sozialen Medien verbreiten sich Falschinformationen, wonach vor allem RNA-Impfstoffe zu Veränderungen im genetischen Code der Geimpften führen würden, vergleichbar mit gentechnischen Veränderungen an Pflanzen. Dies wird von Experten bei RNA-Impfstoffen aber ausgeschlossen, da der genetische Code als DNA im Zellkern vorliegt, wogegen die im Impfstoff verwendete mRNA eine andere chemische Struktur aufweist und erst in DNA umgewandelt werden müsste. Es gäbe keine Enzyme im menschlichen Körper, die mRNA wieder in eine DNA umschreiben könnten. Schreibt Schildern-Waldmeister, ganz am Ende. Das ist großer Nonsens. Ganz großer Nonsens. Sie haben in Ihrer DNA, das ist sogar ein relativ hoher Bestandteil, das sind Werte im Hunderttausender-Bereich. Das heißt, Sie haben kleine Sequenzen im Hunderttausendfachen Bereich in Ihrer DNA, die nennen sich Retrotransposons. Das sind so kleine DNA-Sequenzen, die springen immer hin und her in Ihrem Genom. Deren Ursprung ist viral. Das heißt, das waren ursprünglich mal Viren, die vor Jahrmillionen bei uns ins Genom reingesprungen sind und die sind jetzt da einmal da drin. Diese Retrotransposons heißen nicht umsonst Retrotransposons, denn es sind Retroviren ursprünglich mal gewesen. Diese Retroviren bringen Enzyme mit. Diese Enzyme sorgen zum Beispiel dafür, dass die DNA ausgeschnitten werden kann, wieder eingefügt werden kann an anderer Stelle. Und sie bringen auch ein Enzym mit, das nennt sich reverse Transkriptase. Reverse Transkriptase ist zum Beispiel das, was Sie bei jeder DNA-Untersuchung oder bei jeder Speichelnuntersuchung haben, wenn Sie das ins Labor schicken. Ein Enzym, was wir hundertfach gebrauchen für Laboruntersuchungen. Reverse Transkriptase schreibt RNA in DNA um. Das heißt, diese Aussage, es gibt keine Enzyme im menschlichen Körper, das ist Nonsens. Natürlich, hunderttausendfach im menschlichen Körper drin, in jeder Zelle. Sie haben in jeder Zelle hunderttausendfach die Information, dass da dass Sie da ein Enzym namens reverse Transkriptase haben könnten. Diese Gene sind nicht immer aktiv. Nicht jede Zelle hat eine reverse Transkriptase im aktiven Zustand. Aber wie viele Milliarden Zellen haben Sie im Körper? Also die Frage ist nicht, ob das aktiv ist in irgendeiner Zelle, sondern nur, wie viele Zellen betroffen sind, die gleichzeitig von dem Impfstoff betroffen sind, die auch eine reverse Transkriptase haben. Und ich sage sonst immer, ich würde keine Wette eingehen, dass es nicht Zellen gibt, die davon betroffen sind. In diesem Falle kann ich sagen, ich wette garantiert darauf, Sie haben mehrfach Zellen, die sowohl von dem Impfstoff infiziert wurden, als auch eine aktive reverse Transkriptase haben. Und selbstverständlich integriert das in DNA. Es gibt auch entsprechend schon Arbeiten darüber. Wenn Sie darüber mehr lesen wollen, lesen Sie den Artikel zum Beispiel. Mit Fußnoten en masse. Ich habe Ihnen das als Leser natürlich dann anbeigelegt. Woher habe ich das? Es gibt wissenschaftliche Arbeiten dazu, die das nachgewiesen haben, gleich mehrfach. Und es geht hier, es geht auf den BR Faktenfuchs zurück, der nämlich das auch behauptet hat. Und ich habe die Leute damit konfrontiert und es gab natürlich wieder keine Antwort. Obwohl sie ja schreiben beim BR Faktenfuchs, wir sind über Korrekturvorschläge und so weiter, sind wir ja sehr erfreut. Pustekuchen. Überhaupt nicht erfreut. Ja,
Nächste Behauptung in der Wikipedia. Experten hätten das neue Virus schon seit Jahren gekannt und selbst gezüchtet. Das ist eine Verschwörungstheorie. Verstehen Sie? Wir sind immer noch im selben Artikel zu Covid-19. Also nach dem ersten Covid-19-Fall in den USA erschienen Dokumente auf Twitter und Facebook, die nahelegten, Experten hätten das neue Virus schon seit Jahren gekannt und selbst gezüchtet. Der Verschwörungstheoretiker Rhabarber, das heißt also, es wird als Verschwörungstheorie gekennzeichnet. Okay? Das heißt also, die Behauptung, dass das Virus nicht natürlich entstanden ist, sondern dass da jemand Hand angelegt hat, sei eine Verschwörungstheorie, sagt die Wikipedia. Das ist ebenfalls großer Humbug, habe ich auch einen langen Text darüber geschrieben. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie ich dazu komme. Das ist gar nicht auch so schwierig. Wenn Sie als Biologe sich so ein Ding angucken, gucken Sie sich Arbeiten an, die veröffentlichen entsprechende Sachen darüber. Das ist jetzt das Spike-Protein aus dem Virus, was Sie da sehen. Schattenwurf hier, okay. Gucken wir uns das mal genauer an. Also, das ist das Spike-Protein von der Seite. Das heißt, Sie haben hier irgendwo die Membran, ne, von dem Virus und das Ding ragt jetzt sogar raus. Das ist das Spike-Protein in der Aufsicht. Das heißt, Sie gucken von oben drauf auf das Ding. Dieses Spike-Protein hat so oben so einen Dreizack, der nach oben zeigt. Die aktiven Enden sind jetzt hier sozusagen bei mir die Fingerspitzen oder hier an diesem Teil können Sie es sehen. Das sind diese Enden, wo halt die Fusion der viralen Membran mit der Zellmembran vorangetrieben wird. Diese eingefärbten Regionen sind Sequenzen, die allesamt neu hinzugekommen sind im Vergleich zu Corona-Stämmen, die wir schon kennen. Also das ist jetzt der Corona-Stamm SARS-CoV-2 mit dem Spike-Protein. Und diese eingefärbten Sequenzen bei SARS-CoV-2 gab es vorher nicht. Und alle eingefügten Sequenzen, inklusive dieser Sequenz hier, die jetzt hier unten an einem Schaft sozusagen sind von dem Spike, die kommen alle aus dem HIV, aus dem HIV-Virus. Wie wahrscheinlich ist es, dass in eine virale Erbmasse, in diesem Falle mRNA oder RNA, wie wahrscheinlich ist es, dass in die RNA neue Sequenzen eingefügt werden, die dann zufällig sämtlichst entweder komplette Kopien oder teilweise Kopien sind von Sequenzen, die wir aus HIV kennen. So, und dann sind die nicht irgendwo. Man könnte ja erwarten, dass die halt in diesem Spike-Protein irgendwo auftreten. Nein, sie treten auf den Spitzen auf. Also an den nach außen gerichteten Regionen. Kann Evolution sowas leisten? In so kurzer Zeit? Das ist auch meine Meinung. Das geht nicht. Das ist der Beweis dafür, dass hier Hand angelegt wurde. Diese Sequenzen sind manuell eingefügt worden. Das kann Evolution nicht leisten. Nicht über Jahrhunderte und schon gar nicht über Jahrhunderttausende auch nicht, aber auch schon gar nicht in irgendwelchen weniger als 10 Jahren oder sowas in der Richtung. Normalerweise erwarten Sie, wenn Sie Mutationen haben, das tritt ja auf bei Viren und bei dem SARS-CoV-2 sowieso, das hängt vor allen Dingen auch mit den Enzymen zusammen, die die mRNA oder RNA, die es ja erstmal ist, die RNA kopieren in der Zelle und da treten halt Fehler auf, ungefähr ja, zwischen einem oder 5 Fehler auf 10.000 Kopien ungefähr, dazwischen liegt das. Das heißt, wenn Sie jetzt bei SARS-CoV-2 ungefähr 30.000 Basen haben, dann erwarten Sie schon einige Fehler da drin. Ne? Aber das sind ja meistens dann Austausche von Basen, ab und zu fehlt mal eine Base, aber dass die ganze Sequenzen von, das sehen wir hier, ganze Sequenzen von Basen plötzlich drin haben. Das, was Sie hier sehen, sind Eiweiß-Aminosäuren. Das sind also Aminosäurensequenzen. Und für jeden Buchstaben, den Sie da sehen, brauchen Sie daher 3 Basen. Das heißt, wenn Sie oben 6 Buchstaben sehen, sind das 6 mal 3 Basen, also 18 Basen, die da eingefügt werden müssen in die RNA.
dass das zufällig passiert und zufällig an allen drei Spitzen passiert und zufällig aus HIV kommt, unmöglich. Das kriegen sie nicht in der Natur hin. So, wir kommen zurück zur Amadeo Antonio Stiftung. Die hat dazu nämlich auch was gesagt. Da geht es um Umgang mit Verschwörungsideologien im Unterricht und in der Schule. Verschwörungsideologien im Unterricht und in der Schule. Und da finden wir Folgendes. Einige Menschen glauben nicht an eine natürliche Ursache für SARS-CoV-2. Sie vermuten hinter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie andere geheime Pläne von Eliten. Also eine Stiftung, die vom Staat finanziert wird, veröffentlicht solche Sachen. Interessant ist übrigens noch zu dem vorherigen zu erwähnen, ich will das ja nicht auslassen. Also Prashtan, Pratan, Ashutosh, Kumar, Pandey, Akishes und so weiter. Also es sind Inder, die das veröffentlicht haben. Die haben das veröffentlicht und nach 8 Tagen wieder zurückgezogen, ohne Angaben von Gründen. Jetzt könnte es eventuell damit zusammenhängen, dass da zwischenzeitlich eine Konferenz stattgefunden hat, wo auch der amerikanische Christian Drosten daran beteiligt war. Wie hieß er nochmal? Genau, der Herr Fauci, vielen Dank. Ist mir wirklich gerade entfallen. Ich hatte den Namen nicht mehr, aber hat er viele Hilfe hier. Also der Herr Fauci war daran beteiligt an dieser Konferenz und da ging es genau um diese Arbeit. Und prompt danach wird diese Arbeit zurückgezogen. Ohne Angabe von Gründen. Ich habe dann rumgefragt, ich denke, bin ich jetzt der Einzige, der das so sieht, also unter den ganzen Molekularbiologen, die ich so kenne, und alle bestätigten, nee, das ist okay, die Arbeit, wir sehen da keine Fehler drin. Also sie würden eine Arbeit zurückziehen, wenn die fehlerhaft ist, ne? Aber keiner hat einen Fehler gefunden. Tja. So. Okay, also Sie können die Arbeit übrigens immer noch finden. Das heißt, also Sie finden das bei mir und Sie haben in dem Artikel, den ich jetzt hier auch schon verlinkt habe, haben Sie auch den kompletten Link zur Arbeit, ist aber relativ lang, den können Sie sich dann da anklicken bei dem Artikel. Gut. Wir sind wieder bei der Dame, die Wikipedia für Lehrer da lobt. Und sie erwähnt 2 weitere Artikel. Es geht um Ritualmordlegenden. Und sie sagt, dieser Artikel zu Ritualmordlegenden, das wäre ein exzellenter Artikel. Für mich wieder wichtig, wer schreibt denn das? Und der Schreiber, oder die Schreiber, wenn sie ahnungslos sind, sagen sie die Schreiber, aber es ist alle nur ein Schreiber, nämlich ein Beitrag Jesus Freund und Co-Pilot. Es ist ein und derselbe Mann, das ist unser Klavierlehrer aus Osnabrück. Felix übrigens auch noch dabei, ja, okay. Das heißt, der hat zu über 90% diesen Artikel gemacht. Jetzt hat also diese Jeanette Herzog 3 Artikel genannt. 3 Artikel und hat aus diesen über 2 Millionen Artikeln der deutschen Wikipedia sich genau diese Artikel rausgesucht, die mehrheitlich von unserer Junta bearbeitet werden. Wie wahrscheinlich ist das? Dass das zufällig geschieht, ja? Oder gibt es da eventuell einen Kontakt? Ich habe die Dame angeschrieben, habe eine Presseanfrage geschickt, habe auch eine Presseanfrage an den Westermann Verlag geschickt, keine Antwort. Sie hätte ja auch vielleicht nochmal, sie muss sich ja nicht bei solchen verschwörungstheoretischen Quellen informieren. Ne? Sie hätte ja auch einfach in die Süddeutsche Zeitung gucken können. Da gibt es nämlich jemanden, der heißt Herr Urban und der hat schon was geschrieben. Wikipedia mehr als 100 Fehler. Und ein mangelhafter Text erhält einen Preis. Und da gibt es einen Sieger dieses Wettbewerbs und der hieß nämlich Co-Pilot. Also es geht um den Artikel Das Massaker von Katyn. Co-Pilot ist auch Hauptautor dieses Artikels. Wir haben ihn eben schon gesehen. Also Jeanette Herzog lobt diesen Co-Pilot und indirekt über das Lob des Artikels, den er da geschrieben hat. Und auch dieser Artikel war ja als exzellent markiert. Das haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Habe ich Ihnen gar nicht gezeigt, oder? Ach hier, gucken Sie mal da. Dieser Artikel, Ritualmordlegenden, ist als exzellenter Artikel markiert.
Das heißt, das sind besonders gute Artikel in der Wikipedia. Das wird auch explizit von ihr so dargestellt, dass das also besonders gute Artikel sind. Und der besonders gute Artikel ist mehrheitlich von Copilot editiert. Ja? So, und jetzt gibt es in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel zum Thema Copilot, der einen weiteren angeblich exzellenten Artikel veröffentlicht hat, aber nur Historiker finden in dem Artikel mehr als 100 Fehler. Hurra! Und der Copilot ist auch nicht bereit, die Fehler zu korrigieren. Denn jeder, der versucht, diese Fehler einzufügen, wird von Copilot ausgebremst. Und dann gibt es halt einen entsprechenden Mechanismus in der Wikipedia. Und ratzfatz werden die Konten im Zweifelsfall gelöscht oder gesperrt, die das versuchen einzutragen und die Fehler zu korrigieren. Fassen wir zu Jeanette Herzog zusammen. Also Jeanette Herzog hat sich nicht ausreichend mit dem Themenfeld Manipulation der Massenmeinung durch Wikipedia beschäftigt. Der Artikel besteht aus drei Kernthemen: Schreibschutz für erfahrene Nutzer, exzellente Artikel, Anfälligkeit der Wikipedia für Falschinformationen. Diese Punkte werden aber entweder offensichtlich falsch oder aber viel zu oberflächlich besprochen. Die genannten Wikipedia-Artikelbeispiele sind nicht geeignet, einen Beweis für die Nützlichkeit der Wikipedia als verlässliche Informationsquelle zu führen. Ganz einfach. Jetzt kommt die Wiederholung für Sie. Wikipedia ist kein Lexikon und keine verlässliche Quelle. Ich bin ja eben schon darauf eingegangen. Also es gibt in der Wikipedia eine Hierarchie. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der ersten Dokumentation. Sie haben also einmal die nicht angemeldeten Benutzer. Die können zwar was eintragen, aber alles das, was die eintragen, wird erstmal durch Sichter begutachtet. Die Sichter sind die sogenannten Gatekeeper in der Wikipedia. Die entscheiden darüber, ob das, was sie eingetragen haben, in die Wikipedia kommt oder nicht. Das gleiche gilt für Leute, die einfach nur einfache Benutzer sind mit einem Benutzerkonto, aber noch nicht genügend Artikel geschrieben oder noch nicht genügend Einträge gemacht haben. Die können auch noch nicht selber eintragen, denn erst wenn sie ungefähr 150 Editierungen gemacht haben, erst dann werden sie automatisch zu einem passiven Sichter, dann können sie erstmal ihre eigenen Sachen so eintragen und dann dauert es noch ein bisschen, dann werden sie aktiver Sichter und dann können sie auch andere Artikelfetzen da eintragen lassen in die Wikipedia. Das Interessante ist, dass zwischen diesen Sichtern und den Administratoren entstehen solche Gespanne. Das sind soziale Einheiten. Die Sichter machen sozusagen die Kleinarbeit in der Wikipedia und die Administratoren räumen den Weg frei. Wenn irgendjemand widerspenstig ist, bei dem Copilot zum Beispiel, und da irgendwas einträgt, was der Copilot nicht haben will, es geht nicht darum, ob das wahr oder nicht wahr ist, dann wird er einfach gesperrt. Und das wird konsequent gemacht. Administratoren, habe ich gerade schon gesagt, die können Benutzerkonten sperren, die können auch noch weiterreichende Maßnahmen treffen, zum Beispiel bestimmte Versionen von Artikeln unsichtbar machen. Das nennt man dann Versionslöschung. Ganz oben drüber sind Bürokraten. Und die Bürokraten ernennen die Administratoren und wir können nachweisen, dass bis zu den Bürokraten hinauf, wo es eigentlich, glaube ich, nur jetzt inzwischen nur noch 5 Leute gibt oder so, das sind alles Leute aus darunter. Die ganze Wikipedia ist komplett verseucht. Das gesamte angebliche Immunsystem, von dem Jeanette Herzog spricht, ist korrumpiert. Wer ist das? Das sind diese Leute. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an den Anfang, wo ich diesen Brief gezeigt habe, da tauchte ein Karl V. und ein Jonas da tauchten da auf. Und das sind beides Leute, die hier schon in der zweiten Dokumentation genannt wurden. Als Leute, die die Wikipedia manipulieren. Könnte es sein, dass die ein besonderes Interesse daran haben, dass dieser Vortrag hier nicht stattfindet? Okay. JD ist ein weiterer Charakter und um den geht's jetzt. Dirk Pohlmann hatte Kontakt zu jemandem, der war in Drem-Lewo. Drem-Lewo wird Ihnen nichts sagen, wie es auch mir nichts gesagt hat. Drem-Lewo war der erste Ort, das erste Dorf in Weißrussland, was von SS-Einheiten und Polizeieinheiten aus Berlin dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es ging um Lebensraum im Osten, also man wollte Freiraum schaffen. Ja? Das heißt, man wollte die Einheimischen dort ermorden, um dann Freiraum zu haben für nazi-deutsche Siedler, die dann dahin sollten. In Drem-Lewo, also insgesamt wurden zig Ortschaften im Erdboden gleichgemacht. Ich habe jetzt die Zahl von 160 im Kopf, kann auch was anderes sein, also mit Vorbehalt. Insgesamt sollen laut alten Zahlen 30% der damaligen weißrussischen Bevölkerung ermordet worden sein. Man hat die Leute in die Häuser gejagt, hat die Häuser angezündet und hat die so umgebracht. Nach neueren Zahlen bis zu 50%. Es waren damals, glaube ich, 3 Millionen Weißrussen. Das heißt, sie haben die alle platt gemacht.
Jetzt hat jemand, der ist als Deutscher in diesem, im letzten Jahr, das erste Mal da gewesen in Drimlevo, der war so komplett geplättet davon, hat gesagt, ich brauche jemanden, der mir das aufschreibt. Und zwar ist er geführt worden von einem Historiker, der hat alle Daten im Kopf gehabt, hat das dann als Führer den Leuten da gezeigt, hier, das ist die Städte, das ist das Dorf. Das Dorf gibt's heute nicht mehr, das ist nur noch Weideland sozusagen, ja, beziehungsweise hier ist halt entsprechend ein Denkmal da abgestellt worden an der Stelle. Und der war so erschrocken darüber, hat gesagt, darüber mache ich einen Artikel. Der hat also von einem Russen sich, von einem Weißrussen sich den Artikel schreiben lassen. Also ein Historiker schreibt einen Artikel auf Russisch. Der Artikel wurde aufwendig übersetzt ins Deutsche. Und dieser deutsche Artikel ist als Wikipedia-Artikel in die Wikipedia eingetragen worden. Wenn sie aber danach gesucht haben, haben sie gesehen, hups, den Artikel gibt es gar nicht. Warum denn? Ich hatte ihnen gesagt, ja, das stimmt gar nicht. Hedra Enri war es, aber Hedra Enri steht ja auch drauf. Hedra Enri, ein Administrator, den wir auch schon 2016/17 benannt haben, hat den Artikel gelöscht. Und zwar nach noch nicht mal 90 Sekunden Lesezeit, die er zur Verfügung gehabt hätte. Der Artikel wird eingetragen und nach 90 Sekunden wird dieser Artikel gelöscht. Mehrere Seiten mit Detaildaten. Und die Begründung ist, kein enzyklopädischer Inhalt, hier steht das. Das ist ziemlich klein, weil wir das von ihm bekommen haben, hier, da steht das. Kein ausreichender Artikel und kein enzyklopädischer Inhalt. Ja, könnte es daran liegen, dass es vielleicht derzeit nicht ganz so dolle ist, wenn man in der Wikipedia Daten einträgt, die Weißrussen und Russland auch als Opfer dastehen lassen könnten? Ist das vielleicht nicht so gerne gesehen gerade? Also normalerweise sollte man ja Schülern beibringen oder auch den Lesern zeigen, Krieg erzeugt Leid auf allen Seiten. Und offensichtlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Oder er hat ein persönliches Problem damit, dass da jemand was Tolles einträgt und er das nicht selber eintragen konnte. Inzwischen finden sie übrigens einen Artikel zu Drimlevo. Das könnte vielleicht daran liegen, dass Dirk Pohlmann sogar im australischen Radio darüber informiert hat, dass in der deutschen Wikipedia Daten zu Massenmorden in Weißrussland nicht eingetragen werden dürfen. Das sorgt natürlich für einen kleinen PR-Gau. Und vielleicht haben sie es jetzt deswegen nachgetragen. Es ist ja wenigstens ein kleiner Rumpfartikel, der dann sagt, okay, es gab ein Massaker in Drimlevo, aber mehr können sie da noch nicht dazu lesen. Die ganzen Details, keine Chance. Okay, neues Thema. Letztes Thema. Können Sie noch? 2 Stunden haben wir. Ja, das war von mir eben gerade ein Fehler. Ich habe das falsch im Kopf gehabt. Es sind ja auch 150 Folien, tut mir leid. Also JD ist auch ein Administrator, der hat aber an anderer Stelle da Mist gebaut. Kann ich Ihnen gleich noch im privaten Gespräch noch erzählen. Also das geht wieder zurück auf Daniele Ganser, den hatten wir in der ersten Dokumentation drin, den JD. Der hat massenweise Leute da rausgeschmissen, die eintragen wollten, dass Daniele Ganser kein Verschwörungstheoretiker sei. Okay, Bioskop S2 und der Klimawandel. Das ist das Buch. Das ist die etwas ältere Auflage, aber auch die neue Auflage, die in einem Blauton gehalten ist, enthält genau die gleichen Inhalte. Da gibt es nämlich folgenden Teil. Es geht um den sogenannten Klimawandel. Komplett neues Thema. Atmen Sie kurz durch. Sie lernen als Schüler in Biologie, kurz vorm Abi, folgendes. Da der CO2-Gehalt mit der Temperatur korreliert, gab es bei hohen CO2-Werten relativ warme Zeiten, bei niedrigen Werten kalte Zeiten, wie zum Beispiel die Eiszeiten der letzten 2 Millionen Jahre. Nicht spoilern. Okay. Die Argumentation in diesem Schulbuch, ich sage nicht in allen Schulbüchern, aber in diesem Schulbuch baut darauf auf dieser Aussage. Das heißt, Sie haben hier eine Korrelation, also eine gleichartige Bewegung von 2 Datensätzen und Sie bauen darauf eine Kausalität auf.
Also Sie sagen ja, da der CO2-Gehalt mit der Temperatur korreliert, also eine Korrelation haben wir da, gab es bei hohen CO2-Werten relativ warme Zeiten. Das heißt, mehr CO2, mehr Temperatur, weniger CO2, weniger Temperatur. Sie bauen aus einer Korrelation eine Kausalität auf. Erste Regel in der Naturwissenschaft, Korrelation impliziert keine Kausalität. Immer. Das ist das Erste, was Sie lernen. Sie können eine Korrelation haben, aber das muss nicht das bedeuten, dass das eine das andere begründet. Klassisches Beispiel, das war, glaube ich, Filme, wo Nicolas Cage auftauchte. Je mehr Filme er veröffentlichte oder mit ihm veröffentlicht wurde, desto mehr Leute gab es, die sich an heißen Gegenständen und an Dampf irgendwie verletzt haben. Das macht keinen Sinn. Ja? Es sei denn, Sie nehmen an, dass da irgendwie alle irgendwie im Kino irgendwie einen Dampftopf wieder haben und dann irgendwie damit rumfummeln. Das macht keinen Sinn. Okay. Es gibt in dem Buch diese Grafik. Die ist im Original ziemlich klein. Das sind 4x4 cm im Original. Ich habe die Ihnen jetzt mal vergrößert dargestellt. Da sehen Sie einen Verlauf von Temperatur, CO2 und Methan und zwar über die letzten 420 Millionen Jahre. Habe ich Millionen gesagt? Entschuldigung, ich meinte 1000. 420.000 Jahre. 400.000, das geht noch ein bisschen weiter nach hinten, das sind 420.000. Okay. Ich muss Ihnen jetzt natürlich, im Unterricht macht man erstmal so eine Diskussion, was sehen wir eigentlich? Also wir haben zwei Y-Achsen. Auf der einen Y-Achse ist die Temperaturvariation im Vergleich zu heute aufgetragen. Im Vergleich zu heute, das heißt, heute sind 0 Grad. Und entweder war es kälter als heute oder es war wärmer als heute. Also minus 8 plus 8 Grad steht hier. Okay, Sie haben hier die Zeitachse, das ist die X-Achse. Und Sie haben hier eine weitere Y-Achse. Da stehen Konzentrationswerte, einmal von Methan und einmal von CO2. Okay? Soweit, so gut. Na? Zurück. Okay. Sie sehen also, okay, also das CO2 steigt, diese schwarze Kurve und die Temperatur steigt hinterher, steigt also auch irgendwie. Und dann fällt das und dann fällt das auch alles zusammen. Also irgendwie hängen die drei Kurven miteinander zusammen. Das können Sie sehen. Das ist eine Korrelation. Ist nur leider so 420.000 Jahre auf 4 cm ist schon ganz schön sportlich. Ne? Das ist das zu sehen. Wir beschäftigen uns mal jetzt im Kommenden nur mit dem CO2 und der Temperatur. Das Methan lassen wir einfach mal weg. Das Schulbuch gibt einen Lösungsvorschlag. Das kriegen Sie als Lehrer, als Schüler natürlich nicht, aber das Schulbuch macht einen Lösungsvorschlag dazu. Das finden Sie dann als Lehrer. Die Abbildung 3 zeigt eine Periodik in der Konzentration der Treibhausgase, Kohlenstoffdioxid und Methan. Damit einher geht synchron die Veränderung der Temperatur. Eine Periode dauert etwa 100.000 Jahre. Und jetzt geht's weiter. Wobei es jeweils zu einem starken Anstieg und danach zu einer allmählichen Abflachung kommt. Der letzte Anstieg unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid mehr als doppelt so hoch ansteigt als in den vergangenen Perioden. Eine größere Temperaturerhöhung ist damit zu erwarten. Das Schulbuch meint diesen Anstieg von CO2 hier am Ende. Ja? Okay. Unsere erste Reaktion, die wir darauf haben, ist das. So viel CO2, so viel Temperatur. Okay, ich kenne die Kurve. Das sind die Daten aus dem Vostok Iceberg kennen. Wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigt haben, ich hatte mich schon vorher damit beschäftigt, ungefähr ab dem Jahr 2008, das heißt, ich kannte die Daten. Jetzt kriege ich also als Lehrer vorgesetzt, das ist unser neues Schulbuch hier, das machen wir jetzt und das nutzen wir jetzt im Unterricht. Ich habe das ja gesehen, Klimawandel, oh, interessant, die Kurve kenne ich. Ist ja interessant. Gut, dann gucken wir uns doch mal die Originaldaten an. Jetzt muss ich Ihnen erklären, was ist denn Vostok? Also, wir befinden uns in der Antarktis. Dann sehen Sie hier so einen Querschnitt durch den Eispanzer. Sie bohren sich 3,7 Kilometer in den Untergrund und ziehen dann da Eisbohrkerne raus. Die Eisbohrkerne sehen ungefähr so aus. Das heißt, das sind die Bohrtürme. Das sind so ungefähr 15 cm Durchmesser dieser Eisbohrkerne. Und jetzt haben Sie so Scheibchen davon und dann nehmen Sie kleine Scheibchen und zerschnippeln die und analysieren diese Scheibchen. Noch ein paar Fotos davon. Das heißt, die sind alle entsprechend archiviert. In der Kälte ist das ja kein Problem.
So, und dann machen sie kleine Scheibchen daraus und analysieren einerseits die Luftbläschen, die da drin sind. Daraus bekommen sie die Werte von CO2 zum Beispiel. Und andererseits beschäftigen sie sich mit einem Sauerstoffisotop, was ja als, also H2O, Sie kennen das vielleicht, das ist ja Wasser, ne? Das heißt also in dem Eis, das Eis besteht ja nur aus Wasser. Da haben sie also das O in dem Wasser, da gibt es mehrere Isotope, die können O18 haben oder O16 und anhand des Verhältnisses können sie ausrechnen, wie warm das denn jetzt damals gewesen ist. Eine coole Geschichte, ist auch ziemlich genau, was die Temperatur anbelangt. So, das ist also ein Proxy, also eine Speicherung der klimatischen Daten der letzten Jahrtausende. Eine ziemlich coole Sache. Können Sie finden, bei der NASA wird das vorgehalten. Hier ist die Seite, wo Sie das runterladen können. Dann können Sie das Ganze in so eine Excel-Tabelle einladen. Das sind also Textdateien, die Sie da runterladen können. Das sind also lange, lange Datenschlangen. Und dann finden Sie das. Und dann können Sie das Ganze ausdrucken. Ich habe also den Schülern eine Aufgabe gegeben. Hausaufgabe. Ihr bekommt ein Anleitungsvideo von mir und dann seht ihr, wie ihr das in Excel oder in OpenOffice Calc machen müsst. Und dann druckt ihr mir bitte mal die Daten aus. Wenn die alles gemacht hätten, dann würden sie sich das hier ausdrucken, dann wird das so aussehen und dann kann man schon sehen, ach, das ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was im Schulbuch ist. Das sind dieselben Daten. Jetzt sollen die sich aber nur einen Teil ausdrucken, nämlich nur den hier. Und zwar auf dem DIN A4 Blatt. Und nicht auf 4x4 cm. Und dann bekamen wir folgendes Ergebnis. Ich habe mir das dann von den Schülern vorher schicken lassen, als E-Mail. Und das haben wir dann in der Schule diskutiert. Das war übrigens eine Stunde, wo hinten der Dezernent saß. Also ist ja inzwischen bekannt, ich war ja an der Waldorfschule zu dem Zeitpunkt und das ist ja so, dass da natürlich, das hatte nichts Besonderes, also eigentlich der Dezernent ist immer mal wieder da, um zu gucken, wie reagieren die Schüler, wie machen die mit. Der möchte erstmal vorher einen Eindruck haben, ob es vielleicht bei einigen Schülern Schwierigkeiten gibt mit dem Abitur, wo man da aufpassen muss und will natürlich auch die Schüler halt in Aktion sehen. Ich so, ah okay, ihr wollt Unterricht haben, wo viel diskutiert wird, wo es eine heiße Diskussion gibt, okay, machen wir. Klimawandel, gut. Und jetzt hat der Dezernent diese Kurve gesehen und der fing schon langsam an, ungemütlich auf seinem Stuhl hin und her zu rücken. So, jetzt dauert das meistens ein bisschen, aber irgendwann erkennen dann die Zuschauer und auch die Schüler was. Was fällt Ihnen auf? Wer hat Pommes bestellt? Ist eine coole Location, also kann man... So, okay. Also während Sie da vorne Pommes mümmeln, können wir uns mal die Kurve angucken. Also, schwarz ist wieder das CO2 und rot, in rot dargestellt, ist die Kurve des Temperaturverlaufs. Schauen Sie das mal an. Links ist die Vergangenheit, rechts ist näher an der Gegenwart. Das heißt, also der Zeitverlauf ist von links nach rechts, wie Sie es kennen. Was fällt Ihnen auf? Wer hat das gesagt? Nochmal bitte. Ja, genau. Schauen Sie mal hier. Hier geht zuerst die Temperatur hoch und dann kommt das CO2 hinterher. Und dann, ganz interessant, zuerst fällt die Temperatur und das CO2 will gar nicht so lange mitfallen. Irgendwie bis zum mittleren Wert, dann verbleibt es erstmal auf einem relativ hohen Wert und fällt dann erst weiter. Und dann wieder, Temperatur steigt zuerst. Und dann steigt das CO2. Im Schulbuch steht aber das Umgekehrte. Das heißt, je mehr CO2, desto mehr Temperatur. Wie kann eine CO2-Konzentration, die ungefähr 600 Jahre plus minus 400 Jahre der Temperatur folgt, die Temperaturänderung bewirken, die 600 Jahre weiter vorher liegt? Genau, nicht schlecht. Erste Reihe, voraus allender preußischer Gehorsam, könnte man annehmen. Wir sind aber in der Naturwissenschaft. Das hat jetzt also nichts mit Sozialexperimenten hier zu tun. Das heißt also, das ist unmöglich. Offensichtlich haben wir hier einen anderen Zusammenhang. Das heißt, die Temperatur beeinflusst das CO2, aber nicht umgekehrt.
Und das tritt nicht nur einmal in der Kurve auf, es tritt viermal insgesamt auf. Entschuldigung, dreimal von viermal tritt es auf. Das heißt, es hat eine Regelmäßigkeit. Wir sehen auch übrigens diesen, das ist ein, dieser Ausschlag hier. Also, dass das CO2 nicht einfach mit runterfällt, sondern erst auf einem relativ hohen Niveau verbleibt und dann wieder fällt, das ist, hat auch eine Regelmäßigkeit. Aber ich habe dazu übrigens noch nichts gefunden. Da könnte man sich jetzt mal auch mal Gedanken drüber machen, warum das so ist. Wie gesagt, diese Geschichte hier, dass zuerst die Temperatur steigt und dann erst das CO2 steigt und auch erst die Temperatur fällt und dann das CO2 fällt, das ist eine Regelmäßigkeit. Das können Sie an vier Interglazialzeiten nachweisen. Das hier ist eine Interglazialzeit. Hier unten ist tiefste Eiszeit, ja, alles vereist bis ungefähr nach Hannover, Hildesheim ungefähr, Göttingen, da war die Grenze von dem Eispanzer. Und wenn sie dann aus der Eiszeit wieder hervorkommen, dann geht der Eispanzer langsam zurück und dann, wir sind ja gerade in der warmen Zeit, jetzt wissen Sie ungefähr, wo halt, wo das Meer liegt, nämlich da irgendwie so, wo sehen wir denn, Cuxhaven, Emmen, so in der Richtung, ne? Da wissen Sie, also das sind also die Unterschiede, die wir haben. Okay. Das ist jetzt sehr interessant. Jetzt gab es auch eine ganze Menge Diskussionen bei den Schülern und das merkt man, da geht es richtig hin und her und alles. Also das Erste, was man merkt bei den Schülern ist, das Ganze teilt sich in zwei Fraktionen. Die einen hängen jetzt sehr stark an dem, was sie halt im Fernsehen und überhaupt sonst so in Veröffentlichungen sehen. Und die anderen sagen, Moment mal, ich habe ja selber Hand an die Daten angelegt. Ich habe die Originaldaten in der Hand gehabt. Die sagen was anderes. Was noch interessant ist, nicht nur die Schüler haben das rausgefunden, dass das CO2 hinter der Temperatur läuft, sondern die Originalveröffentlichung von Petit et al., das ist die Veröffentlichung aus dem Jahr 1999. Das ist die erste Veröffentlichung, die über einen so großen Zeitraum diesen Temperatur- und CO2-Verlauf veröffentlicht hat. Die haben das geschrieben, und zwar hier, mittendrin steht's. Bei den letzten drei Interglazialzeiten oder Glacial Terminations konnte man sehen, dass das CO2 hinter der Erwärmung um 600 bis 400 Jahre hinterherhängte. Das steht da drin. Warum steht das nicht im Schulbuch? Jetzt ist es so, dass es nicht die einzige Arbeit war. Entschuldigung. Das ist ja so, dass es nicht die einzige Arbeit war, sondern es gab noch eine Arbeit von Fischer et al., das kam im selben Jahr raus. Und der sagt, naja, wir müssen mal schauen, wie das aussieht mit dem CO2. Das Alter des Gases im Eis ist nicht an derselben Stelle, wie wir die Temperatur messen, sondern das Gas diffundiert ein bisschen durch das Eis, also es bewegt sich durch das Eis. Das heißt, tendenziell ist das Gas an der Stelle etwas jünger, als es eigentlich sein sollte von der Messung her. Das heißt, der Abstand zwischen der Temperaturänderung und der CO2-Gasänderung vergrößert sich noch. Der wird nicht kleiner, der wird größer. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, vielleicht haben Sie es überlesen, wer liest sich schon die ganzen blöden Arbeiten durch. Das ganze Ding war aber auch Inhalt vom IPCC. Diese Arbeit wurde im IPCC-Bericht aus dem Jahr 2001, also von diesem Annual Report AR3, wurde das zitiert. Und da finden wir diese Kurve. Und das finden wir auf Seite 137. Jetzt gucken wir mal das Schulbuch und der IPCC-Bericht. Da sehen wir links das Schulbuch, rechts den IPCC-Bericht. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass die beiden relativ ähnlich aussehen. Und dann denke ich, ja gut, okay, aber die Kurve, da steht ja jetzt auch nicht drin, dass da eine Verzögerung gab von dem CO2, nicht? Und doch steht drin, steht nämlich direkt daneben. Zeitgleich mit dem IPCC-Report gab es eine weitere Veröffentlichung von Monin et al. Also die können sich vorstellen, dass das dann natürlich einen ziemlichen Impact hatte. Das heißt, die Leute haben festgestellt, ups,
das CO2 läuft hinter der Temperatur. Was soll das denn? Das haben wir doch bisher andersrum angenommen. Die haben das nachgeprüft. Das ist ja das übliche Vorgehen in der Wissenschaft. Also eine Arbeitsgruppe um Erik Monin veröffentlicht 2001 eine Nachprüfung der ganzen Sache an der letzten Interglazialzeit, also jetzt in dem Holozän, wo wir uns jetzt gerade drin befinden. Und sie sagen, ja klar, stimmt. Das CO2 läuft hinter der Temperatur. Erst steigt die Temperatur, dann das CO2. Das Ding ist Fakt. Es ist bekannt, dass Dirk Pohlmann und ich da andere Meinungen haben zum Thema anthropogener Klimawandel. Aber das ist zum Beispiel ein Teil, wo wir uns überhaupt nicht unterscheiden. Der sagt also, egal wen Sie jetzt fragen aus dem einen oder anderen Lager, der wird Ihnen sagen, das ist ein Fakt, das stimmt. Das heißt, die Argumentation im Schulbuch ist komplett zerschrotet. Da ist nichts mehr von übrig. Wir gucken uns mal diese beiden Kurven an. Gucken Sie mal lange drauf. Was fällt Ihnen da auf? Hier geht auf einmal das CO2 hoch. Im Originaldatensatz geht es nicht hoch. Was ist denn da jetzt passiert? Naja, man könnte vielleicht sagen, dass der Grafiker des Schulbuchs da ein bisschen kreativ geworden ist. Das kann man auch nachweisen, es ist tatsächlich so. Also in dem, also der CO2-Datensatz aus dem Originaldatensatz von Vostok, der endet bei ungefähr minus 2342 Jahren hier. Der letzte Wert sind 284 ppm, also Parts per Million, Teile pro Million. Das sehen wir auch in der Grafik. Das ist hier an der Stelle. Hier sind ungefähr diese 280 ppm. Können wir rübergehen. Stimmt. Ne? So, im Schulbuch endet der aber bei ungefähr 380 ppm. Woher kommen diese Daten, wenn sie nicht aus dem Originaldatensatz sind? Extrapoliert. Das wäre eine interessante Extrapolation. Das kann man ja nur machen auf Basis von vorhandenen Daten. Ne? Also wie macht er das denn? Meine Idee dazu ist, dass sie sich das von einem anderen Eisbockkern aus der Antarktis geholt haben. Das ist der Lore Dome. Der wurde 1995, 96 gezogen und der hat auch Daten beinhaltet, die halt bis in die Gegenwart gehen. Das ist ein etwas älteres Datum, also er ist 95, 96 veröffentlicht worden. Und Petit et al. Haben ja nachgewiesen, das Gas diffundiert im Eis. Das heißt auch, die obersten Eisschichten stehen mit der Atmosphäre in Verbindung. Conclusio, da messen wir nur Hausnummern. Das ist eine ganz windige Nummer. Wenn jetzt da die Außenkonzentration von dem CO2 mit in das Eis rein diffundiert, alles, was wir da messen, das sind verfälschte Messwerte, die veröffentlichen wir erst gar nicht. Wir können erst ab einer gewissen Tiefe sicher sein, was dann umgerechnet 2400 Jahre sind. Da können wir sicher sein, dass wir einigermaßen vernünftige Werte messen, alles andere lassen wir weg. Okay, jetzt gibt es also diesen Lore Dome und da gibt es also auch diese Mauna Loa Kurve, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist also eine Messstation auf einem Berg, Mauna Loa auf Hawaii, und die misst CO2-Konzentrationen. Und da hat ein gewisser Herr Keeling, das ist derjenige, der es veröffentlicht hat, hat also so eine Kurve hier veröffentlicht. Und da sieht man halt, okay, also da war halt der letzte Wert irgendwie so 1800 irgendwas, war so bei 280, 290 ppm, 1880 ungefähr. Und hier steigt das Ganze an. Das sind zwei verschiedene Datensätze. Die hat er hier zusammengefügt und behauptet einfach, die würden gleichermaßen ansteigen. Das passt ganz schön, ne, mit dem Bild. Das Problem ist, was dürfen Sie in Naturwissenschaften auf gar keinen Fall machen? Datenbasis ändern. Wenn Sie zwei verschiedene Messreihen haben, die mit unterschiedlichen Messmethoden gemessen wurden, hier in diesem Falle Luftmessung direkt an Luft und vergleichen das mit einer Eisbockkernmessung, das ist eine indirekte Luftmessung, dann müssen Sie davon ausgehen, dass es da eventuell Schwierigkeiten gibt. Das müssen Sie erstens benennen, das hat der Keeling auch gemacht, das ist auch korrekt. Zweitens kann es zu Schwierigkeiten führen. Was wir hier sehen, ist also quasi genau an dem Datenübergang zwischen Eisbockkern und zwischen der Luftmessung gibt es einen Datensprung nach oben. Also die Daten bewegen sich nach oben weg. Wenn Sie eine Doktorarbeit machen und das nicht diskutieren, sind Sie durchgefallen. Da hilft Ihnen auch die beste Verteidigung nichts mehr.
Ich gehe mal zurück, gucken Sie sich das an. Also wir haben wirklich diesen Datensprung da drin. Das heißt, also im Schulbuch wird gar nicht gesagt, dass es ein zweiter Datensatz ist, der davon betroffen ist, sondern das Schulbuch insinuiert, dass das derselbe Datensatz ist. Das Schulbuch möchte jetzt aber zu folgendem Ergebnis kommen. Der letzte Anstieg unterscheidet sich von dem vorherigen dadurch, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid mehr als doppelt so hoch ansteigt als in vergangenen Perioden. Das heißt, die Stelle, wo wir jetzt von einem Datensatz auf den zweiten Datensatz übergehen, ist erstens nicht gekennzeichnet im Schulbuch. Es wird überhaupt nicht erwähnt, dass es ein zweiter Datensatz ist. Sie haben also den Originaldatensatz um irgendeinen anderen Datensatz erweitert. Und die Schüler sollen anhand der Phänomene, die daraus entstehen, dass ich zwei Datensätze zusammenfüge, sollen die ein Ergebnis erzielen. Grober Unfug. Das geht überhaupt nicht. Was ich Ihnen jetzt noch ergänzend dazu geben kann, ich habe dazu jetzt zwei lange Artikel geschrieben, die sind auch, glaube ich, gleich verlinkt. Diese zwei langen Artikel zeigen ausführlich, dass das nicht geht. Es gibt nämlich ein kleines Problem mit den Eisbockkernmessungen, was das CO2 anbelangt. Es wird nämlich generell zu niedrig und geglättet gemessen. Das heißt, Sie können gar nicht die Eisbockkerne mit einer direkten Luftmessung vergleichen, weil die Ausschläge in der Luftmessung viel höher sind. Sie können in einem Eisbockkern sehen Sie keine Änderung über ein Jahrzehnt oder sowas, geht gar nicht. Das haben Sie über ein Jahrhundert geglättet dargestellt. Und die Werte in den Eisbockkernen sind generell etwas zu niedrig. Gibt es mehrere Arbeiten zu, finden Sie im Netz. Habe ich auch verlinkt, können Sie sich alles angucken. Okay, wir vergleichen mal. Überwältigungsverbot. Ne? Also es ist nicht erlaubt, den Schülern mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinung zu überrumpeln. Jetzt suche ich mir gerade die Stelle, wo das Wichtige drin steht. Hier unten ist es. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aus Ängste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Wenn Sie so etwas machen, müssen Sie den Schülern sagen, das sind zwei verschiedene Datensätze. Könnten da eventuell Artefakte auftreten zwischen den zwei Datensätzen? Na klar kann das passieren. Das Gegenteil passiert, Sie fügen zwei Datensätze zusammen, Sie haben mit Garantie ein Artefakt, was daraus entstand. Und das ist jetzt die Arbeitsgrundlage für die Schüler in der Schule, um herauszufinden, dass es einen anthropogenen Klimawandel gibt. Grober Unfug. Das macht mich wütend, wenn ich sowas sehe. Hier sind die Artikel, die ich geschrieben habe. Es ist jetzt, ich habe den Teil 2 verlinkt, aber davon ausgehend können Sie auch zum Teil 1 kommen. Und da finden Sie die gesamten Daten zu diesem Thema. Lesen Sie sich's durch. Sie müssen ja nicht zum gleichen Schluss kommen, wie ich da an der Stelle. Aber dass Sie wenigstens also wissen, okay, worum geht's denn da eigentlich? Und gerade dieses Thema Klimadebatte ist ein hochpolitisches Thema. Es hat eben wenig mit Naturwissenschaft am Ende zu tun, sondern ganz viel mit Politik. Und das wird in Schule getragen. Und wenn ich dann sehe, dass dann eine Seite der Debatte einfach unter den Tisch fällt und behauptet wird, das sind Verschwörungstheoretiker, und die andere Seite aber amplifiziert wird, also verstärkt wird, dann ist das kein vernünftiger Unterricht. So, was bleibt am Ende übrig? Wir sehen, dass diese Diskussion über Indoktrination dringend notwendig ist. Dringend notwendig deswegen, weil wir schon in unserem aller Leben sehen, dass wir eine total verschobene Debatte haben. Das liegt daran, dass unsere Mitmenschen durch Beeinflussung durch öffentlich-rechtliche Medien, durch Schulmaterialien, durch die Wikipedia, dass die in ihrer Meinung so beeinflusst werden, dass sie eigentlich ja nicht mehr den Kern der Sache erfassen können. Das haben wir auch einleitend gesehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Dame und diesen Herrn hatten, die jetzt versucht haben, die Veranstaltung zu unterbinden, ich glaube, dass die auch Opfer von Indoktrination geworden sind, weil die glauben das ja anscheinend, was da steht. Ne? Und das ist eine zutiefst beunruhigende Entwicklung, die wir ja haben. Das heißt, wenn das so weitergeht, wird das in irgendeinem System enden, was eine gewisse Ähnlichkeit mit dem hat, was wir in DDR und im Dritten Reich schon mal gesehen haben. Die laufen dann nicht mit Oberlippenbärten rum und haben auch keinen Seitenscheitel. Davon gehen wir doch mal aus.
Und die tragen auch keine braunen Hemden oder solche Sachen. Oder irgendwelche Koppeln oder sowas. Aber die Frage ist, was gibt es an Merkmalen für ein totalitäres System? Totalitäre Systeme, totalitäre Staatssysteme möchten gerne, dass bestimmte Meinungen unterdrückt werden, die nämlich dem der Staatsdoktrinen wieder widersprechen. Und da sind wir auf gutem Wege dahin. Und wenn wir halt keine Korrekturen einfügen können, wenn diese Stimmen, die als Mahner da stehen und sagen, hier stimmt irgendwas nicht, wenn die stumm geschaltet werden, das ist der erste Schritt dahin, dass wir in solche Systeme reinlaufen. Und das fängt, also ich bin schon wieder bei diesem Thema, es fängt damit an, dass gesagt wird, der verharmlost jemand irgendwelche Ereignisse im Dritten Reich. Das ist auch so eine rhetorische Formulierung. Es geht nicht um die Verharmlosung, sondern nur zu sagen, das ist das Ende, da kann es hinführen. Ja? Und die Frage ist, wie viele Millionen Opfer hat das gefordert? Ja, das war 1945, als wir die ganzen Millionen Opfer von KZs und die über, also 6 Millionen Opfer in den KZs, allein nur an Juden, dann kommen noch 300.000 mindestens drauf, die von Sinti und Roma dran glauben mussten, dann 3 Millionen Russen, die dran glauben mussten in den KZs. Und noch 24 bis 27 Millionen Russen, die im Krieg gestorben sind, 8 Millionen Deutsche, die auch da gestorben sind. Ich habe die Zahlen von den restlichen Alliierten nicht im Kopf, aber das sind viele, viele Millionen Menschen. Das ist das Ende. Das ist das Endszenario, was dann kommt. Die Frage ist, was ist denn vorher gewesen? Was ist denn 33 bis 39 gewesen? Was hat sich denn da entwickelt? Da hatten wir noch keine KZs in der Form. Das ging erst langsam los. Und es waren auch noch nicht diese Opferzahlen. Ja? Und da muss man höllisch aufpassen, dass man sagt, nee, von wegen, es geht da um Relativierung dessen, was damals ist. Nein, wir kennen die Geschichte. Die Frage ist, was sehen wir jetzt an Anzeichen, die schon damit übereinstimmen mit der Geschichte? Und ich bin sehr beunruhigt, weil ich kleine Anzeichen sehe, die damit sehr gut übereinstimmen. Ich rede nicht vom Endergebnis, ich rede von der Entwicklung dahin. Und wenn wir im demokratischen Diskurs nicht mehr zulassen, dass bestimmte Stimmen sich äußern können, dann wird es dahin gehen. Mit Sicherheit. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.